Hallo, liebe Menschen, die den Podcast schauen oder hören. Kurzer Hinweis, bevor die Folge losgeht. Meine letzte, allerletzte Tourtermin mit dem jetzigen Solo Standuf stehen an. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, 26. Januar bin ich in Rorschach im Kaffeebar ein Treppenhaus. Dann, 21. Februar, Bernhard Theater Zürich. Die erste, einzige und letzte Show, die ich mit dem Solo in Zürich mache. Also unbedingt vorbeikommen, wenn ihr von Zürich seid oder aus der Umgebung. März haben wir dann noch ein paar. 11. März, Diogenes Theater in Altstetten im Rheintal. 16. im Kulturzentrum Hollestein in Glarus. Und sagt man Glarus? 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 Die heimische sagt Glarus. Ja. Glarus. Glarus. Ich würde es noch üben. Das ist mein erster Solo-Auftritt im Glaris. Und 17. gerade den Tag danach, Kesselhaus, Pfaffikon und grosse Derniere. Samstag, 25. März im Kulturhaus Hebsen in meiner Heimatstadt in Basel. Kaufe Tickets, sind online auf meiner Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Da habe ich gemeint, du willst mich tanken. Kann ich auch. Hoi. Hoi. Willkommen zum Bewerbungsgespräch oder Verhör. Ja, ich habe schon beides gehört. Fühlt man sich, als wäre es für Anscheinend. Anscheinend, aber ich finde ja Che Krömer, das ist wirklich Verhör. Stimmt. Hast du das mal gesehen? Nein, aber gehört. Das ist echt geil. Also das gibt es jetzt glaube ich nicht mehr. Also der löchert dann seine Gäste? Ja, vor allem hat er hauptsächlich, irgendwann hat das Konzept jetzt angepasst, aber hauptsächlich hat er Leute eingeladen, die er nicht mag und nicht kann auf Augenhöhe begegnen. Ja. So, also er probiert es dann halt. Und dann nachher stumm schalten. Muss es aber dann doch eine gute Stimmung und geben. Und es wirkt halt wirklich wie ein Verhör. Es ist so ein bisschen so wie ein Verhörraum. Stimmt. Yeah. Heselbrucker hat mal irgendwie kürzlich bei so einer Tour über das mit ihm geredet. Ah, okay. Was er gemacht hat. Irgendwie so. Ja. Du bist wieder mal. Ja, danke vielmals. Schön da zu sein. Es heisst ja viel gut. Ich fühle mich momentan gerade so völlig ausgelaugt. Das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Genau, das sind die richtigen Es kommen Leute, die sich nicht so gut fühlen und nachher sagen, sie fühlen sich viel besser. Für das ist es. Ja. Es ist eigentlich nur für dich. Ein Generikum. Genau. Danke vielmals. Ich meine, fast Partnerlook, habe ich gemerkt. Ja, jetzt habe ich auch gemerkt, die fährt den Kragen. Ja, aber ich bin halt auch kein Schauspieler. Und okay. Ich habe jetzt den Rollkragenpulli, ja, genau. Ich komme jetzt ich bin jetzt Kunstschaffender. Genau. Dann muss automatisch einfach. Genau, der Kragen, ich weiß gar nicht warum, aber 7 cm mehr an Hals. Ja, das macht dich irgendwie so ein bisschen elitärer. Und der Bart ist ein bisschen länger. Und ich habe aber auch extra noch. Nein, ich habe nicht extra. Ich habe gestern für die Maske haben wir auch schon ein bisschen nachgeschnitten. Vielleicht hast du etwas draufgefallen. Und ich sehe ein graues Haar. Ja. Also es sind wahrscheinlich mehr, aber eins sehe ich gerade. Ich sehe bei dir mehrere. Nein, das ist blond. Ja, es ist so weiß-grau, blau, blond, was auch immer. Nein, ich habe mega viel. Ich habe auch beim Bart total viele graue Haare. Ja. Wir haben uns vor 2 Jahren das letzte Mal da getroffen in deinem Podcast. Wir haben uns ab und zu noch zwischenzeitlich gesehen. Aber seither ist also einiges gewachsen an grauen Haaren. Wirklich? Ich weiß nicht warum. Was erhoffst du dir für ein Grau-Muster im Bart? Maus, Asphalt. Nein, aber es gibt ja verschiedene Muster. Es gibt die so in der Mitte haben oder es gibt die so zwei seitliche graue Spots haben. Ja, ich will das Schweizer Kreuzchen. Nein. Damit auch gerade klar ist. Genau. Genau. Wenn richtig. Wenn du zu den Trichlern gehst. Ich habe mir das überhaupt noch nicht überlegt, was ich da für ein Grau mir erhoffe. Aber irgendwie fände ich es noch schön so. Also Mesh, Graumesh. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Irgendwie. Nein, es kommt, wie es kommt. Ich finde, das hast du mir mit dem Alter. Überhaupt nicht. Du bist ja noch so jung. du siehst oft viel älter aus. Wegen dem Rollkragenpulli. Nein, ja, also, bei mir hat es geheißen, als ich die Rolle bekommen habe, geheißen, ja, ich bin ein bisschen zu alt. Ja, okay. Ja, über die Rolle müssen wir dann schon noch reden. Ja, genau. Aber
Hast du ein bisschen abgenommen? Hast du das Gefühl? Yeah. Danke vielmals. Ich dachte, du sagst nichts. Schon, oder? Ja, ich habe etwa 10 Kilo abgenommen. Krass. Ja, von den letzten 2 Jahren. Es ist noch interessant, wenn du abnimmst, dann fragen die alle, geht es sehr gut? Was wirklich? Ist passiert? Ja. Das, aber du hast auch mal abgenommen, oder? Ja. Yeah. Das ist schon länger her. Ja. Yeah. Nein, so meine ich es nicht, so meine ich es nicht. Aber ich war 7. Nein, wie viel, also wie viel bist du? Unter uns, wie viel bist du? Also wie viel hast du abgenommen? Aha, ja, ich bin 7 Jahre alt gesehen. Aha, nein. So. Was habe ich damals? Ich weiß es nicht mehr genau. Also wahrscheinlich so, vielleicht 10 Kilo. Eben, und das hast du noch schnell, wenn du, also bei mir ist es einfach voll während der Pandemie. Yeah. Kein Alkohol. Täglich ein bisschen Bewegung, yeah. Das hätten wir dann machen können, weil sonst nicht viel zu tun gehabt. Und dann habe ich noch aufgehört Fleisch essen, also sehr reduziert. Ich bin jetzt nicht Veggie, aber sehr flexi. Und das hat mir jetzt irgendwie alles so ein bisschen dann in die Karte gespielt. Ja. Yeah. Zum Spindeltür werden, was ja das Ziel war. Du hast es ja für die Rolle gemacht. Ich habe es ja für die Rolle gemacht, genau. Ich bin jetzt eben Schauspieler. Wie der Walk in Phoenix, wo dann irgendwie auch zuerst irgendwie vor jeder Rolle noch 2 Minuten in ein Bootcamp geht oder, genau. Oder sich eben wirklich fett anfrisst. Oder der Christian Bale, ich glaub, der Schlimmste gewesen. Ach, der Weil der hat sich ja für den Maschinist hat er sich wirklich, also, wirklich fast zu Tod gehungert. Ja. Und nachher musste er den Batman spielen. dann hat er schnell 30 Kilo mit Muskeln wieder draufgepackt. Das finde ich so faszinierend. Ich finde einfach Disziplin dahinter faszinierend. Ja. Ich habe das Gefühl, sie geben den Oscar oft mehr für das, als dann für die effektive Schauspielleistung. Das ist möglich. Also das, was die Vorbereitung betrifft, ja. Also zum Beispiel beim DiCaprio habe ich das Gefühl gehabt, er kriegt jetzt ein bisschen den Oscar, weil er immer noch keinen hat. Ja, und weil er dann quasi wahrscheinlich 3 Monate in einem Ross übernachtet hat. Genau, weil er irgendwie 9 Monate nur draußen gepennt hat, ich glaube auch während dem Drei. Ja. Dann haben sie irgendwie nur Tageslicht gebraucht, kein künstliches Licht und alles so Zeugs. Die sind immer draußen gewesen, gell? Genau. Ja, klasse, das ist auch spannend. Aber so schauspielerisch ist sehr gut, aber habe ich jetzt nicht gefunden, ist die Oscar-würdigste Leistung. Was wäre der Oscar-würdigste Oscar für den Leonardo DiCaprio? Wolf of Wall Street. Nein, der ist jetzt platt. Ja, aber der ist zum Beispiel sensationell gespielt. Great Gatsby. Auch gut gespielt. Great Gatsby. Ich habe... Warte jetzt. Was du bist auch ein Fan von Titanic, oder? Genau. Ich habe in Romeo und Juliet ihn am besten gefunden. Nein, früher haben wir das immer so ein belächelt, wenn wir die Filme gut gefunden haben. Das sind ja wirklich grosse Filme. Ich meine, Titanic, ich bin ja der, wie viel Mal hast du im Kino gesehen? Ich habe etwa 3 Mal gesehen. Ich bin dort 10 gesehen. Ja, und du? Auch. Ah, ich dachte, du bist dort 25. Nein, ich weiß gar nicht, haben wir die gleichen Jahrgänge? Ja, etwa. In etwa. Ja. In etwa. Ja. Nein, also ich bin sogar 9 gesehen. Ja. Genau, weil du hast 97 rausgeholt, meinte ich. Und ich bin 88. Ja, dann haben wir fast den gleichen Jahrgang. Und dann bist du auch dort im Kino gesessen und hast Titanic geschaut und bist also ein absoluter Fan geworden. Ich habe es recht gut gefunden. Ich bin durch den Film, habe noch einen Vortrag müssen machen über Titanic. Also ich habe mich dann total mit dem Schiff auseinandergesetzt, mit den 4 Chemis und wie das genau passiert ist mit dem Eisberg. Yeah. Und dann bin ich aber auch noch auf das Abend totaler Celine Dion-Fan geworden, wegen My Heart Will Go On. Wirklich? Und habe dann auch noch in der Musiklektion einen Vortrag über Celine Dion gemacht. Sicher nicht. Doch, ich war so richtig ein Groupie, ein Titanic-Groupie. Wow. Ja. Und jetzt der Celine Dion? Also, wir sind, nein, also wenn ich jetzt in Las Vegas wäre und sie hätte die Show, ich weiß gar nicht, ob sie die noch hat. Ja, die hat sie doch abgesagt wegen ihrem Mann. Ah ja, stimmt, das ist fertig. Oder gar nie richtig stark. Ja, genau. Ah ja gut, nein, dann ist natürlich schade. Aber ja, wenn sie jetzt wäre, dann würde ich jetzt sofort schauen. Ich glaube, das ist schon noch... Schon. Du nicht? Du würdest jetzt sagen, also wenn ich jetzt dir würde sagen, schon, komm, wir sind jetzt zusammen zu Las Vegas. Ja. Ist lustig, dass wir jetzt gerade da sind. Wie viele Löwen haben wir? 3. 3. Da gibt aber einmal Cirque du Soleil. Nein, gehe ich sicher nicht mehr. Okay, einmal. Also wir gehen dann einmal ins Casino. Und machen ja, also das ist begleitend. Also, ja. Nein, Shows musst du planen. Eben genau, aber es sieht so, das ist nicht mehr. Bist du nicht einverstanden mit dieser Leistung dort? Doch, natürlich, aber schau da, Courage, World Tour. Ah, voilà. Oh, schau, sie kommt!
Aber sie hat ein Jahr müssen verschieben. Sie hat ja das Jahr wollen kommen, aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt ist es nochmal ein Jahr verschoben. Eben, aber wegen das Konzert wäre eigentlich schon auf 2020 angesetzt. Es ist dann wegen Covid ist jetzt mehrmals verschoben worden und jetzt noch aus gesundheitlichen Gründen. Also zeig mal, wenn sie wo ist. Aber das ist doch sehr sympathisch, oder? Also wenn da Zürich. So geht's. März 24. Also, abgemacht. März 24 gehen wir zusammen Celine Dion schauen. Komm, wir kaufen ein Diamond VIP Package für 850 Franken. Wenn du Glück hast. Es ist ja zum Glück. Wenn du Glück hast, kannst du eins von ihren Schweißtierchen behalten oder so. Wahrscheinlich ist das. Ja. Aber du meinst, sie würde dann das so. Also wahrscheinlich kannst du sie nicht treffen, aber sie geben dir irgendein tolles Goodie. Aber dann sitzt du so vor der Bühne, oder? Und schaust so auf und hast Nackenstarre wahrscheinlich. Ist das gar nicht die geilste Plätze. Wobei im Hallenstadion sind sie oft in die Loge-Dinger. Ah, hinten oben? Yeah. Ja, gut, das ist natürlich lässig. Da bin ich erst einmal. Ist das lässig? Da bin ich erst einmal gewesen. Aber ich bin nur gewesen, bei Energy Events sind das immer. Ja, genau. Sind eben das genau. Immer die. Eben. Und Control Room, Rooms. Und dort hast du können noch, ja, und das ist dann also schon spektakulär. Ja, aber also du kriegst halt oft gar nicht mehr mit von der Stimmung, finde ich. Ja, gut. Aber die ist im Hallenstadion nicht genau, gut. Du alles. Und hast Hecht gesehen im Hallenstadion? Nein, habe ich nicht können. Das war auch gigantisch gut gewesen. Ja. Ja, die haben dann nochmal wirklich alles in alle Register gezogen. Weißt du, mit so fahrenden Kränen durchs Publikum durch. Dann haben sie eine Wassershow gemacht. Ausschnitt habe ich gesehen, aber ich habe es nicht live gesehen. Wirklich, das ist Wasser oben runtergekommen, das ganze Hallenstadion durch. Ja. Und sie haben irgendwie dort noch so einen Dance gemacht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie Geld verloren haben mit der Show. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, obwohl es natürlich wieder ausverkauft war. Aber jetzt sind wir bei der Celine Dion und das. Und eben, wir hatten drei Tage oder Übungen in Las Vegas. Mhm. Cirque du Soleil hast du geschätzt, aber du wirst es nicht mehr schauen. Ich bin eben wahnsinnig begeistert von dieser Show, der Neinte, die ich dort mal gesehen habe. Ich bin, bin ich schauen. Oh. Ja, das stimmt mit dem Wasser. Eben, voilà. Dort hat es wahrscheinlich Hecht, hat wahrscheinlich die Idee gehabt. Und was würdest du unbedingt machen? Weil es ist schon ein wahnsinnig absurder Spielplatz, das Las Vegas. Ich gehe jetzt, ich würde glaube nicht mehr, also wenn jetzt du dort wärst, würde ich jetzt nochmal kommen, aber ich würde jetzt glaube nicht mehr freiwillig nochmal gehen. Nicht. Grundsätzlich. Ja. Ja, ich müsste es auch nicht mehr haben. Ja. Ich müsste es auch nicht mehr haben. Aber eben so die ganze Entertainment-Industrie dort ist natürlich schon noch faszinierend. Also ich würde auf jeden Fall eine Zaubershow schauen. Ja. Und wahrscheinlich Copperfield, weil es einfach glaube ich das Beste ist. Lustig. Das wäre geil. Ja. Weil, wo ich meine Weltreise gemacht habe, ist ja für 10 Tage mein Vater dann in die USA gekommen. Und dann sind wir auch, ich glaube, 2 oben haben wir in Vegas gehabt. Und dann ist so der Deal gesehen, ein oben entscheidet der eine, in der einen oben entscheidet der andere, was wir schauen. Irgendwie, ich glaube, so. Und wir haben uns einfach dann darauf geeinigt. Einmal sind wir sicher, ich soll auch schauen. Mein Vater pennt. und ich habe so eine. Wenn man die ganze Nacht durchmacht. Ich habe so eine Maxi. So wahrscheinlich 1,5 Liter, ich weiß nicht wie viele Gallons, irgendwie 48 Gallons oder so. Wodka Mango Slushy. Hinterdrückt. Ja, ich habe gedacht, es ist wirklich amerikanische Entertainment-Kultur. Es ist, was auf der Bühne passiert und die Räume und die Theater, ist alles so geil. Ja. Aber die Besuchskultur ist so nieder, dass du eben während sich Leute abmühen und irgendwelche 5-fach-Salto mit Schrauben ins Wasser machen, dass du einfach mit so einem riesen Bucket auf so dekadent die kannst unterhalten lassen. Ja, genau. Und die Hälfte hat Shorts an. Und also weißt du, das ist irgendwie so. Irgendwie so eine Mischung zwischen profan und dekadent. Es ist völlig so absurd, dass so die Stimmung dort. Aber das ist dann klassisch amerikanisiert. Genau. Das ist ja dann irgendwo noch schön, dass es einfach überall ist. Im Kino, in der Show. Bei allem. Bei allem. Ja. Und Cirque du Soleil ist gesehen statt Puppetry of Penis. Das war mein Vorschlag gesehen. Ja. Sehr, sehr lustig. Schön. Ja. Also da kann man auch noch lachen dazu. Das ist eine von der geilsten Comedy-Shows ever. Okay. Ich glaube, auf YouTube gibt es das Original von den 2 Australier. Gut. Und dann würde man noch Das hat man eben nicht geschaut. Und dann haben wir nachher gesagt, das wäre vielleicht besser gewesen. Und bei den Zaubershows habe ich mich durchgesetzt. Habe ich gefunden, mein Anfangs-Teenager, ich, will unbedingt den Chris Angel sehen. Warte, Chris Angel? Das ist der Mindfreak, ist der gesehen. Ah, der. Damals hat er lange Haare gehabt. Und der ist so der Psycho-Dude gesehen. Also ist das der Vincent Raven von Amerika? Der Vincent! Wow! Machst du dich erinnern? Ja. Aber zum ersten Mal, seit es ihn damals gegeben hat. Wow! Ja, genau. Aber der ist in welcher Sendung immer vorgekommen? Der Next Uri Geller. Ah, ja, genau.
Oh, das war ja völlig eine absurde Sendung. Das war ein grosses Kino. Da wollte man Uri Geller werden. Ja. Er war echt der Uri Geller. Der Uri Geller ist der, einfach so der Löffelbieger. Ja, genau. Mhm. Siehst, an den habe ich mich nicht mehr richtig erinnern. Ja. Aber der Vincent Raven ist noch so eine Figur. Nein, der Chris Angel war halt der Mindfreak. Und für Vegas ist das dann halt alles sehr, sehr abgetont worden. Mhm. Und er hat eigentlich 12-mal den gleichen Trick gemacht. Einfach anders verpackt sozusagen. Aber ist immer der gleiche Trick gewesen? Eigentlich schon, also ja. Immer, wenn ich jetzt dir würde den gleichen Kartentrick zeigen, mhm, aber einfach mit anderen Formationen. Genau, einmal mit UNO-Karten. Ja, genau. Einmal mit Jas-Karten. Und ich so, wow, okay, wow. Willst du nochmal? Schau jetzt. Ich hätte noch die französische Karte. Genau, jetzt sind es Schellen, ja. Und jetzt ist es ein Peak, wow. Und jetzt ist es ein Grien-7. So gut. Okay, aber Zauberer, ich merke das, es ist mal auch so, aber Zauberer ist entweder liebst es oder du findest es doof. Das ist wie bei den Musicals. Entweder liebst es oder bist du ein Musical-Fan oder bist du keiner? Na, ich bin so dazwischen. Ja. Ich finde gewisse Musicals mega geil. Zum Beispiel? Nicht Andrew Lloyd Webber. Ja, das wäre dann so was? Was ist das so? Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber ist gesehen Cats. Cats, ja. Und Lion King. Nein, Lion King ist Disney, blöd. Genau, Elton John eigentlich. Ja, logisch. Ah, und wie hat er geheißen? Ja, Tim Rice. Du bist wirklich noch gut. Nein, zum Beispiel, was mir sehr gefallen hat, das Musical ist... Darf ich raten? Ja. Book of Mormon. Ja, aber das ist ja kein Musical im klassischen Sinn, aber habe ich sehr lustig gefunden. Was heißt, es ist kein Musical im klassischen Sinn? Jo, also es ist klar, thematisch ist es kein Musical, weil okay, sie halt so fest an die Grenze oder drüber gehen, besser gesagt. Ja. Stimmt. Es ist ja offensively politisch inkorrekt. Es ist eigentlich eine Musical-Satire. Genau. Genau, und eben, sie tun eigentlich auch das Musical persiflieren. Genau. Darum zähle ich das nicht ganz dazu. Nein, was mir wirklich gefallen hat, ist Rent. Habe ich nicht gesehen. Aber kennst du? Ja, also ich weiß, dass es gibt. Ja. Aber warum gefällt dir das so fest? Warum muss man das unbedingt schauen? Weil das gefällt mir geschichtlich. Ich finde AIDS mega toll. Nein, aber es ist wirklich, es ist eine tolle Geschichte. Und ich habe die Songs gut gefunden. Das, wie viele Minuten? 6879 Minutes oder so. Das ist so ein Ohrwurm, das kriege ich nicht raus. Und ich bin mal in London, bin ich auch noch Wicked bin ich schauen. Wicked hat dir gefallen, das haben wir nicht gesagt. Es hat mir gefallen von der Inszenierung her. Ja. Weil, also ich habe halt noch nie so eine bombastische Produktion gesehen, wo dann effektiv die ganze Zeit Leute schweben und das Bühnenbild konstant auf der Bühne sich verändert. Also es ist nie ein Vorhang gezogen worden, aber es ist immer ein komplett neues Bühnenbild gesehen. Da bin ich. Und nicht so, Theaterhaus, wo dann irgendwie Molière neu macht und sie haben einfach zwei Würfel. Genau. Weißt, wo dann, einmal sind sie aufeinander und danach tun sie mal den einen Würfel rechts. Das ist genau unser Bühnenbild, das wir jetzt momentan haben. Haben da zwei Würfel? Sicher nicht. Haben da zwei Würfel? Wir haben mehrere Würfel, aber wir haben Würfel. Okay, sorry. Das ist gut. Schon sorry. Gut. Das ist gut. Nein, ich finde es gut. Ich wollte gerade sagen, schneiden wir raus, aber eigentlich wollte ich es dir nicht. Schau, du musst dich ja dann entscheiden, wie realistisch, naturalistisch, veristisch machst du das Theaterstück. Yeah. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es nämlich noch lässig gefunden, dass wir sagen, okay, wir spielen eigentlich alles sehr natürlich, aber unsere Möbel sind Würfel. Mhm. Und natürlich ist Würfel jetzt keine neue Idee, aber sie funktionieren halt. Sie sind nicht wirklich klassische Würfel, so wie du es jetzt dir vorstellst, sondern sind schon spezielle, wirklich ganz schöne Würfel. Es würde mich freuen, wenn du wirst schauen würdest und die Würfel. Nein, ich komme schauen, auf jeden Fall. Gott. Also gut, aber das gefällt dir nicht. Das ist schon mal gut, einfach herauszufinden, wenn du jetzt... Nein, mir gefällt nicht klassischer Stoff, wo dann mit Würfeln inszeniert wird. Ja, also... Eben, zum Beispiel Molière. Oder genau, so, Molière. Das, oder Shakespeare und all das Zeugs. Mhm. Das verstand ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch mit Würfeln eine sehr gute Version gesehen von Closer. Wo du dann auch einen Film gesehen hast mit Julia Roberts, wie hat der andere geheißen? Clive Owen, Jude Law. Und was haben sie mit diesen Würfeln gemacht? Hier und her geschoben.
und mal aufeinander tun. Oh Gott, das ist genau das. Das stimmt, das ist wieder mal so ein Würfelstück. Ja, aber ein modernes Würfelstück eben, gefällt mir. Zum Beispiel Closer habe ich super gefunden. Okay. Weil, muss ich jetzt dazu sagen, ich weiß noch nicht allzu viel über das Stück, wo du jetzt damit spielen wirst. Aber wenn es, ich sage jetzt so Personenstücke sind, was wirklich ich sage jetzt die Dynamik in der Gruppe geht und die einzelnen Personen. Es ist ein Vier-Personen-Stück, Closer ist auch ein Vier-Personen-Stück. Ja. Dann verstand ich, dass es eben mehr ums Spiel geht als ums Bühnenbild. Und dann bin ich auch dabei. Genau. Dann bin ich dabei. Ja, ich bin nicht dabei, wenn 30 Leute halbnackt sind und ein Würfel ist das ganze Bühnenbild. Genau, und einer spielt noch krank auf dem Würfel. Oder so. Mal die Maschine. Das ist so das. Also, du sprichst etwas Zweites an. Auch darum habe ich jetzt auch ein bisschen abnehmen, weil ich auch noch halbnackt auf der Bühne stehe. Das habe ich mir aber gedacht. Wieso? Weil von der Thematik habe ich gedacht, irgendwann könnte es sein, dass du irgendwann halbnackt bist. Ja. Ich bin jetzt wirklich intensiv am Trainieren. Ich habe jetzt wirklich angefangen. Hast du ab und zu den Spiegelblick? Seit Neujahr, es sind etwa 9 Tage, mache ich jetzt wirklich Sit-Ups und auch Liegestütze. Und hast du ab und zu den Spiegelblick, wo du dann so den Bauch checkst? Und ich so meinen Bauch checke. Ja genau, also Spiegelblick meinst du bei mir im Bad daheim. Ja, und ja. Dass ich mich so okay, wie könnte das jetzt auf der Bühne sein? Sobald ich auf die Seite trete, denke ich, okay, vielleicht weniger auf die Seite drehen, mehr frontal spielen. Völlig unnatürlich. So wie so ein Krabbelmann, genau. So ein Krebs einfach so horizontal sich bewegen. Nein, das ist mir eigentlich egal, wenn ich dann schlussendlich auf dieser Bühne aussehe. Es ist im Endeffekt, also wirklich, das haben wir wirklich lange, also ich denke, das muss ich, also wegen dem mache ich, aber gleich ist es so, ich stehe dann so am Hechtplatz auf der Bühne und ziehe mich dann so ein bisschen ab und es ist, ja, wo wir das erste Mal probt haben, hat es schon etwas gemacht. Und jetzt bin ich es mittlerweile sowas von gewöhnt. Ja, und vor allem was du ja dann in dem Moment eben nicht darfst haben, ist der Blick von außen. Ja, genau. Genau, das ist ja Theater im Endeffekt immer. Also, und das momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind gerade wirklich in der Endprobe und es ist enorm intensiv. Ich komme jetzt auch direkt aus der Probe. Wir haben jetzt wieder von 10 bis 5 probt. Das ist ja noch gäbig. Erst ab 10 Uhr anfangen. Das ist auch so ein bisschen deine Zeit, gell? Ja, also dann fange ich aber noch nicht an. Dann fangst du noch nicht an, dann stehst du mal auf. Dann bin ich noch am Spazieren. Genau, und ich bin jetzt wirklich, ich habe jetzt ja 10 Jahre lang, morgen um 5 Uhr ist die Sendung beim Radio losgegangen. Und jetzt um 10 Uhr, das ist so lässig und dann fangen wir so an. Und jetzt ist es momentan sehr intensiv und es knurzt und es ist so, es geht so auf die Premiere zu und es ist irgendwie alles so ein bisschen und ich merke so, geht schon noch zur Substanz, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Die letzten Tage sind nie geil. Weil in den letzten Tagen zweifeln ja alle Involvierten, zweifeln daran, ob das wirklich gut ist. Gell, das merkt man auch. Ja, weil man es einfach schon zu oft gesehen hat, oder? Es ist nicht mehr der Effekt von, man liest das erste Mal oder macht haben sie eine Read gemacht? Ja, wir haben mehrere Reads gemacht. Okay. Und also, dann ist es mehrere Fassungen gegeben, es ist eine Uraufführung, es ist ein neues geschriebenes Stück von Roman Ricklin und Michelsner und genau. Ich weiß genau, was du meinst. Beim ersten Mal alle gelacht, so lustig. Genau. Beim zweiten Mal auch noch so ein bisschen. Dann haben wir das erste Mal quasi einen Durchlauf gemacht vom Publikum. Dort sind auch noch die Lachen gekommen. Und jetzt mittlerweile lachen nie mehr. Oder? Also jetzt ist es wirklich so, jetzt hast du das Gefühl, jetzt kommt nie kein Joke mehr an. Ja, aber das ist wie wenn du Probe hast beim Fernsehen für ein Comedy-Set. Das ist hart, ja. Weißt du, weil sie irgendwie sie sagen, wir schauen wegen der Kameraeinstellungen und bla und bla. Und dann spielst du vor irgendwie 15 Leuten spielst deine Nummer durch und du machst natürlich nicht mit der gleichen Intensität. Und das Schlimmste ist, wenn es dann noch eine Durchlaufprobe nochmal gibt. Das heisst, du hast einerseits die Set gespielt und dann musst du nochmal die Set spielen. Und dann hast du auch die netten Kameraleute, das sind die lachen, aber die lachen beim zweiten Mal auch nicht mehr. Und dann denkst du also, was spiele ich da heute für einen Kack? Und jetzt zum Beispiel beim Deville haben wir den Roast gehabt, oder? Genau. Also das da machst du auch mehrere Durchgänge. Grosses Kompliment an dieser Stelle, falls ihr das noch nicht gesehen oder nein, man schaut es einfach. Ja. Oder man kann es auch hören. Ja, man kann es schon. Man kann einfach das Handy, also nebendran herlegen und einfach hören. Man kann ja auch das Theaterstück, das ihr spielt, man kann auch Augen binden. Und so. Aber schau das unbedingt, ich habe wirklich Tränen gelacht. Es ist nämlich wirklich
hochgradig lustig gewesen. Ja, das freut mich sehr, danke. Aber dort weisst beim zweiten Durchlauf weisst du auch schon nicht mehr, was jetzt lustig ist und was nicht. Weil beim ersten Durchlauf hast du eben auch noch ein paar Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder so. Weil wir haben alle einzeln Durchläufe gemacht, dass die anderen Teilnehmer vom Roast noch nicht. Also ihr habt einander nicht gehört, Probe? Nein. Du hast wirklich bei dieser Aufzeichnung zum ersten Mal die Jokes gehört? Genau. Obwohl etwa sechs habe ich mir selber schon gedacht. Wo kommen die? Ja. Von der spezifischen Person? Nein, sondern mehr einfach was über mich. Über dich, ja. Genau. Ja. Jokes werden sie. Zum Beispiel was? Zum Beispiel, sehr lustig, Michael Mittermeier auf Wish. Sehr witzig, ja genau. So. Ja, sehr witzig. Da irgendetwas von wegen, ich weiß nicht mal mehr, wie er genau in der Show gesehen ist, aber etwas von wegen, sein Vater weiß nicht, dass er sein Sohn ist, oder irgend sowas. Schlimmste für den Vater, ja genau. Und, Was ich nicht habe gesehen habe, ist die effektiven Jokes, aber ich habe gedacht, Steiner Schule wird sicher auch ein Thema sein. Mhm. Das war aber nicht gewesen. Doch, natürlich. Vom Vetter. Die Steiner Schule? Ja, und hat er gesagt, in normalen Schulen ist irgendwie Träubli und Schmetterling oder was. Ah ja, stimmt. Ja. Und was ist der gesehen? Die Impfgegner. Die Impfgegner-Lies. Nochmal so. Und ich meine, also jetzt musst du das musst du mir jetzt kurz erklären. Also jetzt wirst du eingeladen an einen Roast. Mhm. Und dann, wie läuft das ab? Schreibst du jetzt all die Jokes selber oder hast du dir Hilfe? Du weißt einfach, das sind deine Gegner rein. Ja. Yeah. Und dann geht's los und dann musst du quasi wie ein was ich, wie lange geht es? Etwa 5 Minuten, ein 5-Minuten-Set. 5, 6, ja. Machen und jede einzelne Person runterlassen. Und dann schmerzgrenzenlos. Es ist ja teilweise wirklich also krass. Man muss schon noch etwas aushalten. Das würde man ja normalerweise glaub, so auf der Bühne nicht einfach so machen. Nein, aber darum gefällt es mir auch so. Weil es ist ein abgesteckter Rahmen, wo sich alle aufs Gleiche einigen. Das finde ich aber noch geil. Ich eine Zeit lang habe ich das Gefühl, ich könnte auch bei Comedy-Shows in der Moderation roasten, wenn ich irgendwie jemand ansage. Oder? Mhm. Und das Problem ist, das Zeug hat immer komplett bombt, weil auch die Leute im Publikum nicht auf das eingestellt sind. Also bombt heisst, es funktioniert nicht. Genau. Mhm. Die Leute im Publikum sind auch nicht auf das eingestellt, sondern irgendwie alle haben eine gute Zeit, la la la. Und dann sagst du irgendwie so, und jetzt kommt ein ganz hässliches Exemplar. Das ist hure hart, weil die Person muss ja noch auftreten. Ja, aber ich habe gedacht, wenn es durchziehst, ist es wie klar, oder? Was, das hast du wirklich gemacht? Ja, einmal. Ohne die mit, Leute vorwarnen? Doch, die Leute haben es gewusst, die haben es auch lustig gefunden, aber das langt nicht, oder? Ja, zum Beispiel der Vetter ist dabei gewesen. Ja. Und habe ich das noch kultiviert. Ich habe das schon mal erzählt. Aber da bin ich frisch von Edinburgh zurückgekommen. Bin ich ans Fringe Festival gegangen. Mit dem Claudio, der jetzt immer noch mein Tourbooking macht. Und sind wir zusammen, weißt, Shows schauen und so. Und da haben wir so eine Late-Night-Show gesehen, wo ich am 2 Uhr morgen und einfach im Publikum nur betrunken bin. Und es ist so rowdy. Einfach ganz, ganz heftig, oder? Ja. Und ich so, hey, die haben eine andere Kultur als mir und ich will das da bei sie feiern. Dass die Leute auch aus dem Publikum, die können einfach mal mich beleidigen und ich beleidige dann zurück, oder? Das war in Bern, glaube ich. Dann gehe ich so auf die Bühne und erkläre das so und sage so, hey, und jetzt war der Moment, jetzt könnt ihr mal etwas reinrufen und ich rufe etwas zurück. Ja. Und dann das Erste... Ah, der Bildschirm ist... Oh shit, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Nein, der schaltet einfach noch zwei. Nein, du bist nicht an die Kamera gekommen. Doch, ich bin an die Kamera gekommen. Nein. Bildschirm nein. Ist ab. Also für alle, die nur hören... Kein Problem. Und nicht, ich habe immer das Gefühl, das ist eine alte Radiokanal, ich habe immer das Gefühl, ich weiß, für die Leute, die mithören, übersetzen. Ja, absolut. Findest du das gut, wenn ich das mache? Ja, super. Also ich passe zu wenig. Ja, für alle, die hören und nicht schauen, wir haben ja da ein hochprofessionelles Studio mit zwei riesen... Ja, wirklich, das ist gigantisch. Und zwei riesen Lichtkegeln und drei Kameras und hinten dran Bildschirm. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe den Bildschirm kaputt gemacht, weil ich da kam. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Gut, also Entschuldigung, es hat nicht funktioniert. Nein, aber dann sage ich so, und jetzt ist der Moment, wo dir mich können beleidigen. Und danach ist auf der Hinter rechts ist der Vetter gestanden und schreit zu uns auf: Ich fick deinen Vater! Und dann ist die ganze Nummer vorbei gewesen. Weil das haben die Leute wahnsinnig lustig gefunden. Und ich habe gefunden, okay, also auf das musst du jetzt auch nichts mehr. Das können wir nicht mehr machen. Nein. Gut, das ist die Nummer vorbei, ist ja gut. Die Leute haben es lustig gefunden. Ziel erreicht.
Und kann man das als Comedian? Kann sagen, gut, es ist halt jemand anders gerade in dem Moment lustiger gewesen, ich muss jetzt einfach ruhig sein. Das ist, also, mir ist das so etwas von Wurst. Ja. Wenn es ein Lachen gibt, gibt es ein Lachen. Genau, eben, also, das ist ja immer das Ziel. Das ist auch bei Crowdwork. Ich sage jetzt, 90% von der Zeit habe ich den letzten Lachen. Mhm. Aber manchmal gibt es jemanden, der irgendeine so eine geile Antwort gibt. Und dann lasse ich es stehen. Dann gehen wir weiter. Ja. Also, Crowdwork ist? Wenn ich mit Leuten effektiv... Crowdwork heisst Crowdwork. Das? Crowdwork! Oh, das ist ja lustig, Impro. Das ist der Fachjargon. In euch im Binti. Crowdwork. Also man schafft mit der Crowd. Genau. Geil. Genau. Also wir sind jetzt vom Roast. Ja, meine Frage ist eben noch gewesen. Genau, wie man es vorbereitet. Ja. Also jetzt in diesem spezifischen Fall ist es so gesehen, dass die ganze Zeit die Leute gewechselt haben. Mühsam. Also jemand haben wir erwähnt, dort kann man sagen, Susanne Kunz war mal ein Jahr gesehen und dann ist Patti Basler geworden. Und dann, darum schade, hast du sie gegessen oder irgendetwas haben wir gesagt. Das ist wahnsinnig lustig gefunden, aber man merkt dann als Zuschauer, wenn man merkt so, es ist so, also du lachst, aber du findest es eigentlich daneben. und das ist ein bisschen, über die anderen Namen sage ich jetzt nicht, aber das ist ein bisschen mühsam gesehen, weil der Deville hat irgendwie 3 Monate vorher angefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann hat mir ein paar Namen gesagt und dann fand ich fange schon an zu schreiben. Und mit dem meine ich nicht, ich sitze an dem oben an und schreibe schon mal 5 Jokes, sondern einfach im Kopf fängt es an. Und dann sagst du, okay, wer ist dabei? Okay, was gibt's für Blickwinkel? Blablabla. Zumindest zu jemandem hatte ich sogar eine sehr, sehr klare Connection gehabt, wo ich gewusst habe. Dann könntest du aber lassen. Da gab es viel. So. Ja. Und danach ist immer wieder mal ein SMS gekommen, hat abgesagt. ist nicht mehr dabei. Oh, mühsam. Und zwar immer schon fix zugesagt. Aber was ist und dann haben sie halt gemerkt, was die Arbeit dahinter ist und dann haben sie gesagt, doch nicht. Ist es die Arbeit oder zeigt sich auch ein Stück weit, dass man sich wahnsinnig muss einfach auch können auf das einlassen und die Hosen runterlassen und eigentlich auch sehr fest über sich selber können lassen? Genau, ich kann nicht für die anderen Leute reden, aber ich glaube schon nur das Kreieren ist dann ein grosses Hindernis. Weil halt auch oft Leute dabei sind, die noch nie einen Roast gemacht haben, oder? Mhm. Und dann tut das am Anfang easy. Also ich weiss noch von jemandem, der mittlerweile sehr gut ist im Roasten, der das erste Mal an einem Roast war und einfach nicht vorbereitet gekommen ist. Und einfach gedacht hat, ah ja, weißt du, lustig, wir dürfen uns ein bisschen auf der Bühne beleidigen. Und dort komplett untergegangen ist. Ja, oder? Natürlich. Das heisst eben, du merkst dann halt auch im Prozess, schwieriger, weniger gut. Und das ist ein bisschen mühsam gesehen. Und dann hat es so wie so einen Initialabgabetermin gegeben. Eine Woche vorher. Da habe ich irgendetwas zusammengeschrieben und bin aber auch sehr unhappy damit. Und das Deville-Team, die sehen das ja alles. Also man schickt es denen und die schauen auch, dass es nicht irgendwie 5-mal den gleichen Joke hat und so und gerne eben auch noch Inputs. Oder? Vor allem für die Leute, die das weniger gemacht haben, tut mir das dann ein bisschen zusammenarbeiten. Und dann habe ich dort geschrieben, bin sehr froh um vernichtendes Feedback, weil da bin ich bis halb noch nicht zufrieden damit. So. Und dann hat es ein paar Inputs gegeben und dann habe ich eigentlich sehr viel nochmal neu geschrieben. Und habe für 2-3 Jokes habe ich mit dem Frank telefoniert. Hast du Frank? Richter. Richter, Frank Richter. Grossartiger Typ. Und er hat mir zum Beispiel zwei Sachen wie gesteckt in der Recherche. Er hat irgendwie Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Okay. Und er gefunden, schau mal da. Und ich so, geil. Und dann habe ich aus dem irgendetwas können basteln. Ja. Und dann habe ich am Tag vor der Aufzeichnung um 5:30 am Morgen habe ich den fertigen Text abgeschickt. Und du hast wirklich noch über die Nacht gearbeitet? Ja. Bis dann um 5:30 am Morgen. Und dann habe ich 6 Stunden gepennt und danach bin ich auf Zürich gefahren. Und dann, der mit dem Patti Basler hat Susanne Kunz gegessen, da ist vor Ort ist das dann noch entstanden. Input gesehen. Ja, und
Alles mit der Jacke von der Sanja Ameti. Ja. Genau, das natürlich auch. Das habe ich nicht einmal beim Durchlauf gemacht. Gabeln und Messer genau. Und so. Und das hast du ja wie müssen zuerst gesehen, dass sie das anhat. Ja, da habe ich mich so gefreut, wenn ich das gesehen habe. Das ist und so vor allem, ich habe irgendwie noch 1-2 Stunden gebraucht, bis ich irgendwann die Connection gemacht habe. Ja. Weißt? Aha, wie der Witz sowieso schon parat war. Genau. Eigentlich. Ja. Ja, aber nicht mit Jacke, sondern einfach der Essenswitz. Ja, der Essenswitz. So. Ja. Und dann nachher der... Und dann sagen alle so, hey, das ist eine coole Jacke, weil sie hat sich irgendwann umgezogen und so, oder? Und ich wirklich, ich glaube, erst bin ich Nacht. Dann ich so. Was, sie haben vorher noch zu Nacht gegessen? Ja. Aber man isst vorher zu Nacht? Ja, es ist um 8 Uhr zu, bist du Aufzeichnung gesehen, ja? Lago mio. Ja, das wirst du auch so machen, wenn du Theater spielst. Ja, das stimmt. Aber ja, das stimmt. Ich bin glaube gerade jetzt momentan so in dem Ding, wo dafür so, Lago mio, da kannst du vorher nicht essen. Du bist doch huere nervös. Nein! Ich will auch nicht können essen vor der Premiere, aber definitiv nicht. Ja. Aber nicht viel. Nein, aber ich weiß, ich mache übrigens zu Gast, heute zu Gast. Das ist so ein, über das haben wir gerade bei der letzten Folge auch schon geredet. Das ist so ein Gespräch, so ein Musikabend bei uns zu Zug im Burpenkeller, Salztheater. Mhm. Lade ich Leute ein, wir reden über Themen. Ich habe es jetzt mal sehr schön gefunden. Zug, bei Zug zu Zug, du bist noch nie gewesen. Dann sind wir am Abend auch vor der Vorstellung. Mhm. Und ich merke, die Gäste, die mögen gar nichts. Also wenn sie halt nervös sind. Ja. Aber Sanja Ameti hat mich also sehr positiv. Also, das ist ja wahnsinnig. Das war also sehr, sehr witzig. Ja. Ja. Macht sie das normalerweise auch? Oder ist sie. Nein. Sie ist einfach politisch aktiv, oder? Genau. Also, wie kommt sie denn in die Runde? Ach gut, sie haben immer etwas aus der Politik. Ich meine, das Jahr davor war es Zibel Aslan. Aha. Ist ja auch vorher gesehen. Okay. Ah, das habe ich gewusst. Ja. Und ich glaube, einmal war Badran andenkt gesehen. Irgendwie so. Jackie also, Badran wäre natürlich auch da. War auch groß gesehen. Nein, sie hat mal irgendwie irgendetwas beim Devil hat sie gemacht. Ich glaube, sie hat irgendwie so einen Comedy-Auftritt gemacht. Sehr lustig. Jackie Badran ist der Wahnsinn. Ich habe sie übrigens das erste Mal kürzlich kennengelernt bei einer Vorstellung. Ja. Yeah. Und dann. Es ist ja so lustig, hast du dich schon mal kennengelernt? Sie kommt gerade auf einem zu und sagt, hey du, also wer? Ja, ja. Gesagt, also, ja eben, hallo, tschüss. Ich habe mal beim Radio geschaut, ja, das Radio ignoriert mich sowieso. Das Radio ignoriert mich. So, Entschuldigung. Aber die ist eine Riesennummer. Nein, und dort wird natürlich, dort wird mehr Input vom Team geben. Logisch, die sind ja nicht geübt auf das. Aber eben darum muss ich sagen, das ist mir positiv überrascht, sehr fest. Ja, ich habe einfach die ganze Runde toll gefunden und sehr unterhaltsam. Ich also, es ist, bei Roast ist immer im Vorfeld, kommen dann auch eben sehr viele Zweifel und du hast noch nie vor Publikum gemacht. Also es ist eine Uraufführung. Und, und eben, es kommt dann auch immer noch ein bisschen darauf an. Darum ist im Fall von dieser Sendung ist es geil, dass dort halt eben noch ein Team drüber schaut. Und dann können sie das auch ein bisschen angleichen. Aber im Casino-Theater haben wir mal einen gehabt. Und da bin ich als Erster dran gesehen. Ohne. Und dann weisst du wirklich nicht, kann ich jetzt... Also ja, kann ich jetzt richtig reinhauen? Also weißt, bin ich dann viel zu hart gesehen im Vergleich zum Resten? Oder bin ich viel zu soft gesehen? Mhm. Und ich habe dann gefunden, ich mache es jetzt einfach so, wie ich es geschrieben habe. Scheißegal. Mhm. Und Renato Kaiser zum Beispiel nachher hat gesagt, es sei genau das Richtige gesehen, weil es eben alle gerade so gelevelt hat, dass man dann gesagt hat, okay, wir können richtig. Mhm. Damit es eben nicht... Das Schlimmste ist eigentlich, wenn du dann eben einen Roast machst und es passiert nicht so richtig. Es wird nicht richtig roasted. Ein bisschen mit Handbremse anzogen. Der Hugo Egon Balder ist mal irgendwie, ich weiß doch auch nicht, was er damals geworden ist, 50, 60, 70, 80, irgendwas. Und dann hat Sat.1 immer grosse Kiste gegeben. Ein Roast. Samstag oben. Und dann hat er in dieser Sendung hat er sich einen Roast gewünscht. Und dann ist Hela von Sinnen gekommen und der Hohecker und alle die Leute halt von Genial daneben. Und es ist so soft gesehen. Es ist wirklich auf so 2-3 Witze darüber, dass er jetzt ein bisschen älter ist und so. Und ich habe dann gedacht, das hätte auch er nicht wollen. Ja. Weißt? Es sind einfach zu wenig gesehen. Ja. Ja. Und darum, wenn man das schon macht, dann... Dann aber richtig. Genau. Dann aber richtig. Und ja, ich mag mich einfach erinnern an die, also was man der Justin Bieber oder David Hasselhoff gerostet hat, das ist ja der Wahnsinn gewesen, die gehen da richtig rein dort. Dummies. Es gibt sogar einen von Donald Trump. Gibt es auch noch einen? Ja, ja das wo, kann man wo halt noch nicht Präsident ist. Ja, oder? Das kann man gut vorstellen. Der hat ja lustigerweise auch noch so ein bisschen
eigenen Humor gehabt, glaube ich. Oder immer noch. Du siehst dort, ich glaube nicht, ich glaube, er macht ab und zu so Gesichter. Ich habe ja wirklich das Gefühl, dass der Donald Trump in seinem Leben noch nie gelacht hat. So richtig. Aha. Ich ja, glaub, das stimmt vielleicht, ja. Ich glaube, das kann er nicht. Das kann er auch nicht. Das kann er wahrscheinlich von der Physiognomie auch nicht. Genau. Richtig, aber so. Du siehst dort, er macht ab und zu so Gesichter, so. so. Und ich glaube, dort ist es ihm dann. In dem Moment findet er wahrscheinlich ein paar Sachen nicht geil, aber er findet halt einfach geil, dass er auf einem fucking Thron hockt und Menschen über ihn reden. Ja. Also weißt du, ich glaube, seine komische neurologische Disposition ist so verschoben, ja, dass es einfach um das geht, oder? Das denke ich auch, ja. Das wäre wirklich völlig so. Also weißt du, es ist ja. bei allem, genau. Ja. Ich meine, es ist ja auch bei allem, was er immer gesagt hat, ist es glaube ich, hauptsächlich einfach, dass es irgendwie um ihn geht, oder? Mhm. Das ist das Wichtige. Mhm. Mhm. Also auch wenn seine Tochter, was hat irgendwie man mal gesagt, er wird seine Tochter, oder irgendwie so. Und, hey, nein, ich weiß es nicht mehr, aber es ist einfach... Also, nein, irgendjemand hat dann gesagt, und das habe ich spannend gefunden, mit dem geht es ihm nicht darum zu sagen, ich würde meine Tochter, sondern lüg, was ich Geiles produziert habe. Mhm. Oder? Klar. Und das, logisch. Das finde ich der spannende Aspekt. Logisch, und dann denke ich, bis um einen Roast ist dann halt auch einfach die Rede über mich. Das ist eine Show über mich, oder? Nicht so konditioniert, ja. Genau. Das ist völlig so. Eine andere Wahrnehmung. Aber interessant, eben dann kennst du die Situation, wenn es darum geht. Ja, da habe ich auch früher Theater gespielt und auch Komödie und so. Und zum Teil auch Uraufführungen. Und dann ist wirklich der Tag vorher, ist so. Niemand weiß, wo oben und unten ist. Und das ist Teil des Prozesses. Mhm. Das gehört dazu. Ja, und ich habe momentan aber das Gefühl, für mich ist es natürlich eine spezielle Situation, weil ich darf ja dort mitmachen, auch ein bisschen als Laie. Also die anderen haben ja eine Schauspielausbildung, das habe ich ja nicht. Ich habe einfach in Theaterwissenschaften studiert. Und dann gesagt, ja, ich habe ein bisschen studiert. Und jetzt von dir kannst du ja gleich mal beim Casting mitmachen. Und da hat das, ja, jetzt die Rolle nicht bekommen, bin ja dann so wahnsinnig. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber gleichzeitig merke ich jetzt, dass es für mich auch nochmal ein anderer Prozess ist, weil sie halt schon, glaube ich, anders mit dieser Situation umgehen und ich merke, jetzt geht es wirklich an Substanz, jetzt ist es wirklich knorzig und ich hadere mit mir selber, aber ich glaube, das gehört, wie du sagst, voll zum Prozess und dann kommt dann irgendein Publikum und dann wird es dann eh gut. Ja, und du bist halt auch einer, der sich gewohnt ist, unter Druck zu performen. Mhm. Also weißt, Radio ist ja schon nur Radio, aber Live-Events und so weiter. Aber ich finde Radio fast das härteste Beispiel, weil das ist früher zumindest, jetzt ein bisschen weniger, aber es ist eigentlich immer live. Mhm. Also es ist wirklich jede Aktion, die passiert, ist genau dann und du musst dann und das schafft ja so einen natürlichen Druck. Und in dem fängst du dann auch performen. Ja. Und das habe ich so oft gesehen, als ich noch beim Radio gesehen bin, wenn es darum gegangen ist, irgendwie, weißt du, ich habe nicht Morgenshow, Frontseller oder wie sie es immer genannt haben, wo du voraufgenommen hast, weil die Person vor der Morgenshow hat irgendwann Feuer oben und ich hatte die Nachmittagssendung gehabt, dann nimmst du das vor auf. Ja? Und dort hast du zum Teil 7 Anläufe gebraucht, weil irgendwie, ja, wir nehmen sie auf. Genau. Und irgendwie im Hinterkopf, hast oft noch so einen Ausweg, oder? Du bist, jetzt habe ich mich verschwätzt und du bist nicht ganz fokussiert. Das war bei mir genau gleich gewesen. Wirklich nonstop. Aber wenn du effektiv das Mikrofon anmachst und du weißt, jetzt geht es raus an so und so viele 10'000, 100'000 Leute, dann performst du. Dann bist du wach, dann ist das ganze System aufgefahren. Das genau. Hat noch reinstehen. Und das Theater, das ist mein Hauptproblem immer gesehen, dass die Leute mir zusammengeschissen haben, jetzt mach es mal richtig. Genau. In der Probe. Und das und ich so, ich weiß schon, was ich muss machen, aber ich kann es nicht abrufen. Ich kann es erst abrufen, wenn die Leute rum sind. Ach, das ist noch interessant, bin ich gespannt, ob ich das auch noch habe. Das weiß ich jetzt nicht. Was ich einfach der grosse Unterschied natürlich finde, eben mit dem Live-Moment beim Radio oder in den Medien, ist, die bist du dich selber und du kannst ja das, du weißt ja irgendwo durch, zwar hast du einen Plan, aber schlussendlich steuert der Moment auch, wo es durchgeht. Es ist sehr viel Impro dabei, wenn bei uns jetzt der Beamer oder der Bildschirm ausfällt, können wir noch darüber reden und darüber lachen und so und du bist ja dann einfach dich selber und beim Stück... Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Nein, der Bildschirm nein, es ist ja der Wahnsinn gewesen. Und beim Theater musst du ja einfach immer wieder das Gleiche abrufen. Und sind deine Kolleginnen und Kollegen auf dich angewiesen. Ja. Und ja. Ja, ja, du. Also. Eben, aber du hast ja auch Kolleginnen und Kollegen, genau. Wo wissen, was sie machen. Genau. Und
Und die werden dir dort sicher auch noch ja. das eine oder andere sagen. Ja, richtig. Ja, ich habe mir vieles gesagt über... Da bist du durch die Blume. Weißt du, ich habe gedacht, wir müssten ein bisschen besser hören. Ich habe mir letztes Mal einen Schauspielkollegen, weißt du, so in der Runde gesagt, ja, wir müssten ein bisschen. Und ich habe genau gewusst, der meint mich. Yeah. Und so. Und ja, ja. Acting ist ja eigentlich Reacting. Ja. Hat er das schon jemand gesagt? Nein. Erklär es mir bitte. Das heisst, und ich weiß nicht, ob es auf das bezogen war, aber hören. Heißt, auch wenn du jetzt keinen Text hast, bist du trotzdem voll und ganz in dieser Szene. Absolut. Und reagierst eben auf was Leute dir sagen du, oder anderen sagen. Du erlebst es zum ersten Mal. Genau. Und darum sagt man eigentlich, Acting is Reacting. Ja, okay. Weil Natürlichkeit oder was auch immer kommt, dass man in dieser Situation eben auf das reagiert. Ja, genau. Und durch das geht's dann auch, kriegt es dann den Impro-Charakter. Von einer Live-Moderation oder so, wo du sagst, eben, dann reagiert man ja auf Zeugs. Richtig, genau. Und das einfach, ja, genau. Das ist und darum, das finde ich immer toll. Das siehst du auch mega oft bei keine Ahnung, Fernsehserien und Zeugs und Sachen, schaue ich mega oft auf die Person, die nicht Text hat. Und dann entscheide ich, ob ich jetzt die Person gut finde oder nicht. Das ist eine schöne Idee. Ich glaube, ich schaue jetzt mal Friends mit dem Blickwinkel. Oh, ich kann Friends davon schauen, wieder, wie die Comedy machen. Und dort siehst du, wie unglaublich gut die sind. Hast du mal das Making-of gesehen, wie Friends ja quasi hinter Kulissen abgelaufen ist? Alles gesehen von Friends. Du bist ja ein großer Fans-Fan. Oder die haben ja dann irgendwie 12 Writers gehabt, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, und haben ja dann an einem grossen, langen Sitzungstisch ihre Jokes hin und her gerührt. Gesundheit! Das hasse ich so fest. Was wirklich? Jetzt geht's nicht mehr? Nein, komm. Ohne Scheiß, wenn es jemand sagt, bevor ich muss niessen, das stimmt dann nicht. Ist weg. Doch. Und ja, das ist ja gut. Das ist doch viel gesünder. Nein. Für die Umwelt. Für mich ist es gesünder. Aber ich krieg nicht den 1000. Orgasmus. Ja, das stimmt. Ist es das eigentlich? Ist es bewiesen, biologisch? Einfach hin. Und das Hirn schaltet rasch aus, gell? Das alles geht, ja, genau. Also auf jeden Fall. Haben die Riders und nachher gehen ja die ans Set und am Set hat es ja das Publikum, wo ja damals, ja, glaube ich, noch 7 oder 8 Stunden lang am Tag bespaßt worden ist von so einem Entertainer, der einfach während der Szene immer der Warm-Upper. Der Warm-Upper, genau. Der Warm-Upper, ja. Klassisch. Und irgendwann bringen sie noch Pizza. Ja, ja, und die sind einfach dort und die müssen ja auch alle Hauptprobe, also beziehungsweise es wird ja dann schon gefilmt, aber gleichzeitig ist es eigentlich noch eine Probe und die Riders schauen dann, weil Jokes das nicht funktioniert und schreiben sie an Ort und stellen wieder um. Genau. Und das habe ich so faszinierend gefunden, wie die dann auch mit den Schauspielern, also mit dem Matthew Perry zum Beispiel über einen Joke diskutieren und der geht auf die Bühne, zack, bumm, bringt es voll auf den Punkt. Ja. Und das muss ich schon sagen, das ist schon die hohe Schule, ja. Wieso bist du so ein Fan? Wieso? Ja. Weil, ehrliche Antwort? Ja. Ich immer ein bisschen als Joey gesehen. Ich habe das eine Zeit lang. Ich habe irgendwie alle Charaktere irgendwann mal durch identifiziert. Ja. Aber ich habe mit allen das gleiche Phänomen, dass wenn man so über 30 wird, eigentlich identifiziert man sich am meisten mit dem Ross. Ja, natürlich. Ich bin ja voll der Ross. Zum Schluss sind alle der Ross. Wo man zuerst auch ein bisschen Double findet und irgendwann ist es so, ah fuck, ich verstehe es völlig. Das sind alle so lustig. Aber auch der Chandler hat ja, also schau jetzt, wir reden über den Charakter. Genau, zuallererst habe ich das Gefühl gehabt, ich bin der Chandler. Ja. Und das ist zu einer Zeit gewesen, ich weiß nicht mehr, jetzt bin ich da gesehen, 12 oder so. Und ich habe nicht viele Freunde gehabt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das sind meine Freunde. Nee, das ist aber wirklich. Also, das ist eine ehrliche Antwort. Das ist die ehrliche Antwort. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich schon gesehen. Das ist so etwas, was ich für mich entdeckt habe. Und damals noch VHS. Und du hast auf der VHS, ich glaube, 6 Folgen gehabt. Zuerst auf Deutsch und dann hast du sie noch können auf Englisch schauen. Es ist eine VHS gesehen. Was, zuerst auf Deutsch und nachher noch auf Englisch? 6 Folgen auf Deutsch und die gleichen 6 Folgen. Und nachher sind sie nachher noch gekommen. Ja. Ah, lustig. Ja. So habe ich das gemacht früher. Ja. Mit Originalfassung. Das ist so geil, oder? Und dann spielst du zuerst mal 2 Stunden und dann... Ah! Und hast du auf Englisch geschaut? Immer. Ah, wirklich? Immer. Ah, bist du schon so ein bisschen bilingual aufgewachsen, quasi? Hast du so durch Friends ein bisschen gelernt? Ja, ja. Darum habe ich dann auch so not da da da. Darum habe ich dann auch so geredet. So! Ja, genau. Aber das ist ja interessant. Wie man so eben mit diesen Charakteren identifiziert. Ich kann mich erinnern,
ich war dann in England in einem vierwöchigen Sprachaufenthalt und wir sind dann auch so sechs Leute und haben dann gefunden, wir sind jetzt Friends. Yeah. Und dann haben wir alle uns auch Charaktere gegeben und so. Und ich hatte dann zwei Freundinnen gehabt während diesen vier Wochen. Zwei Freundinnen? Ja, ich bin dann schlussendlich. Ich habe gemeint, also ich, bist du der Joey gewesen? Ja, aber ich habe... Oder der Ross. Weil der hat ja immer feste Beziehungen gehabt. Aha, so, ja. Ah, du hast nicht gleichzeitig zwei Freundinnen? Nein. Zuerst zwei Wochen die eine und dann die zwei Wochen die andere. Ich habe dann auch so Friends-Trivia habe ich dann eben immer irgendwie gelesen und so. Und irgendwie so Statistiken. Ich glaube, am meisten zügelt ist Rachel. Weil Rachel irgendwie... Zuerst sind sie bei der Monika ein, dann irgendwann wohnt sie bei der Phoebe, dann ist sie irgendwann mal beim Joey. So Nerd-Statistiken. So Zeugs, oder? So witzig. Und es gibt ja auch das Friends-Fest. Wo man in England, wo irgendwie... Als Charakter geht, wahrscheinlich. Nicht einmal, ja, vielleicht, aber irgendwie, wo oft alles Friends, Leute sich treffen. Und es gibt irgendwie, also klar, jetzt Merch, irgendwie den Huxi kannst du kaufen und so. Und irgendwie ein paar Sets tun sie irgendwie so halb aufstellen. Es gibt irgendwie so Activities und so. Und der Maxi Gstettenbauer, kennst du den? Nein. Großartiger Stand-Upper. Der ist so ein riesen Friends-Nerd und der ist mal gegangen ans Friends-Fest. Und der hat quasi fast live-tickert auf Social Media, wie unglaublich geil er es findet. Das ist sicher nur lustig. Schauspieler können wir aber nicht. Schauspieler Nein, es ist mal der Dings, aber der gibt es jetzt nicht mehr. Der Gunter gespielt hat. Gunter? Ja. Der ist leider gestorben. Der ist glaube ich mal gekommen. Und die Leute sind komplett crazy gegangen. Genau, es gibt eben auch noch so Charaktere, wo einfach auch riesig geworden sind durch Friends. Wie der heisst? James Michael Tyler oder irgendwie zum Beispiel. So. Oder auch Janice. Ja, die heisst Maggie Wheeler, glaube ich. Ja. Also sie haben ja noch viel gespielt. Christina Applegate ist schon mal gekommen. Mhm. Also es sind noch viele irgendwie durch Friends. Ja, genau. Also ich schaue mir jetzt das an. Ja, und zum Beispiel der Matt LeBlanc ist zum Beispiel, finde ich, ein großartiger Reaction-Actor. Mhm. Mhm. Also wenn eben auch der keinen Text hat, macht er in seiner Rolle von Joey, macht er Faces, wo er irgendwie oft zum Teil so ein bisschen reagiert, aber nicht die Szene stiehlt. Also ja, genau. Also ein Ding. Das ist so wichtig. Mhm. Ja. Ich schaue, meine Freundin und ich schauen wieder viel Seinfeld. Das habe ich nie richtig, ich bin nie richtig reingekommen in Seinfeld. Dort ist, also es hebt mega gut. 30 Jahre später, 35, 40 Jahre, weil die Themen so universal sind. Also es funktioniert Bombe. Also es sind einfach brillante Geschichten, ja. Es sind brillante Geschichten. Larry David, vor allem wenn ich sehe, written by Larry David, dann weiß ich, es wird ein Killerfolg. Stimmt. Und dort ist faszinierend, wie unglaublich schlecht der Jerry Seinfeld als Schauspieler ist, aber es trotzdem funktioniert. Es stört ihn nicht. Weil er hat einfach so eine Kadenz, die er irgendwie so ankriegt und die Leute drumherum sind so gut, dass es fast muss. Wenn der noch richtig hat können spielen, wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Weißt? Die Dynamik stimmt so. Das ist wirklich faszinierend. Weil er muss eigentlich in dem Ganzen, muss er wie die normalste Figur sein. Ja, genau, weil alle anderen außenrum so crazy abgehen. Ah, das ist lustig, das muss ich mir mal drauf achten. Weißt du, das auch noch funktioniert? Ich habe letztens wieder mal eine alte Folge von Fast der Familie geschaut. Ja, mein Gott, das funktioniert immer. Natürlich. Hey, das ist echt genial. Mhm. Und ich meine, der Wamm ist ja kürzlich da gewesen. Ja. Yeah. Gell? Ja. Yeah. Bist du auch so verliebt in Wamm? Natürlich. Hey, ich bin also wirklich. Der Walter Andreas Müller ist eines meiner ersten Radiointerviews, die ich machen durfte. Und eines meiner letzten jetzt bei Radio 24. Und es ist einfach immer so ein schöner Moment, wenn man mit dieser Person in Kontakt kommt und irgendwie kann über das Leben viel. Ja, und vor allem, es gibt einfach so ein paar Menschen, und es sind wirklich nicht viele, wo du oft weißt, die sind jetzt einfach grundehrlich nett. Mhm. Weißt du, es ist nicht eine Show aufgesetzt oder irgendetwas. Einfach, du spürst gerade, es ist einfach der netteste Mensch ever. Und er weiß auch immer deinen Namen und er ist einfach er ist so. Ja. Er sieht dich. Genau. Egal wo du bist, er sieht dich und tut dich erkennen, tut so blöd. Nicht im Sinn von, er weiß, wer du bist, sondern er erkennt dich als Mensch. Das ist ganz krass. Der Erfolg gibt ihm in dem Moment dann auch recht, weil einfach irgendwie, ja logisch ist der Wamm geworden. Also weißt du, irgendwie, es ist wie unausweichlich. Und ich bin einfach, also Sister Act, hast du das gesehen? Das müssen wir unbedingt denken. Geht das schauen in den Markt. Sister Act, wo der Wamm rumgumpelt wie ein junges Reh und der ist ja 77 und der verschiedene Rollen spielt. Das Lustige ist, er spielt nicht nur einfach den Pfarrer, sondern er spielt dann auch so einen Jugendlichen und das so auf eine gute Art und Weise. Also eben, ja,
Ja, das war einer meiner Vorbilder, gewesen, immer schon, und eben durch Fasten Familie sowieso. Und ich bin damals einfach immer, also wir haben einfach auch immer die Fasten Familie Folgen geschaut, immer am Freitagabend, yeah. Kurz vor dem Quer, sind alle irgendwie aus dem Quartier quasi heimgesprungen am 8., wo die Sendung gekommen ist, und nachher um 8:30 sind wir wieder raus, gehen weiterspielen im Sommer. Quer hat uns dann nicht so interessiert. Sorry, Röbi. Hey, ich verstand's. Nein, aber klar, fast Familie war auch ein fixer Bestandteil bei mir. Mhm. Aber mein Held, also der Wamm habe ich natürlich schon geil gefunden, aber mein Held ist natürlich schon der Flip, gewesen, ja, der Martin Schenkel. Und das ist ein von den ganz, ganz wenigen Starstruck-Moments von meinem Leben gewesen. Mein Vater hat das kennt und dann irgendwie sind wir in Zermatt und irgendwann ist der auftaucht und so. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist. Und ich bin ein Bub, weißt du? Genau. Und dann? Und, ist er nett? Ja, mega, mega. Das ist dann noch schön. Zwei, drei Mal gesehen und er ist immer unglaublich nett. Obwohl wir immer sagen, don't meet the stars. Ja, aber es gibt so ein paar Ausnahmen. Ja, also ja. Im Sinne von, wenn du den Star triffst, bist du total enttäuscht für die Person. Ja. Also wenn wir jetzt den Celine Dion ging, dann zum Las Vegas, wären wir wahrscheinlich mega enttäuscht. Hey, ich vielleicht nicht einmal so. Nein, ich war wahrscheinlich nicht mal so enttäuscht, weil, weißt du, wenn jetzt nicht so viel, heißt nicht, dass ich sie nicht respektiere als Künstlerin, aber wenn du nicht so viel erwartest. Ja, genau. So. Genau. Nein, aber also meine, Celine Dion hat eine absolute Berechtigung. Natürlich. Und was die für uns gemacht hat, vergiss das nie, Joel. Was denn? Sie hat gewonnen. Stimmt, sie hat für die Schweiz gewonnen. Sie hat gewonnen. Eurovision Song Contest. Sie hat für die Schweiz gewonnen, ja. 1970 oder so. Ja. Nein, aber das Don't Meet the Stars habe ich zum Glück sehr viele gute Erfahrungen da gemacht. Da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, jetzt, als ich dich kennengelernt habe. Boah, das haben wir schon im letzten Podcast, mit der letzten Folge abgehandelt, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das ist genau. Ich stimmt. Ich habe gedacht, du machst nur einen Witz, aber das ist ein sehr, sehr spezieller Nobel gewesen. Ja. Nein, aber zum Beispiel Mittermeier, weißt, muss ich einfach ein ganz großes Höckli machen. Was ich sage, das ist auch toller Typ, wenn man kennenlernt. Zum Glück wirklich ein von den tollsten. Ist ja, also eben, also ist ja, sind die verwandt? Nein. Ich meine nur wegen dem Aussehen. Das ist mein Onkel. Ah, oh, eben! Nach 30 Jahren haben ihn kennengelernt. Du bist ihn jetzt, ne? Ja, schön. Aber dann ist es ja eigentlich noch schön, wenn man den Onkel dann irgendwie nach 30 mal kennenlernt. Absolut. Und der mal zum Weihnachten dabei ist. Genau. Ja. Ja, ich habe... Immer 1000 Stutz geschenkt. Und der Bühnenauftritt. Habe ich noch nie gehabt. Das wäre das Ziel. Das letzte Ziel ist, dass er mich mal live sieht. Ja. Dass er dich live sieht? Mhm. Also, wenn jetzt... Wäre das ein grosser Traum, wenn er würde sagen, hey, kommst du mit mir auf die Tournee? Ah, ja, das würde... Das wäre natürlich der Wahnsinn. Das würde ich sofort machen, ja. Ja, das glaube ich. Ja. Der Kiko hat mal Support gemacht für ihn, in der Samsung Hall. Also jetzt The Hall. Ja, aber... In the Hall. Ja, aber wie kommen wir denn zu dem? Wo wir dann irgendwie anrufen und sagen, hallo Michi, ich wäre da. Ich wäre bereit. Es hilft, wenn beim Management der gleiche Name steht. Voilà. Das ist so einfach. Anscheinend. Ja, jetzt in dem Fall. Aber zum Beispiel der Mittermeier hat nicht fixen Support dabei. Ja. Also eben, und dann mal so für eine einzelne Show oder so. Aber ja. Also es gäbe ein paar Leute, wenn sie mir würden fragen, ob ich fix als Support auf ihrer Tour dabei wäre. Bei wem wärst du fix nicht dabei? Sorry, ist das eine indiskrete Frage, oder wie? Nein, aber also ich glaube, in der Schweiz gäbe es wahrscheinlich niemanden, wo ich würde mitgehen. Wirklich? Ja. Hazel? Okay, aber die spielt hauptsächlich in Deutschland. Mhm. Ja. Also nein, stimmt nicht hauptsächlich, aber sie spielt mehrwiegend in Deutschland. Ja. Nein, logisch, bei der Hazel war ich dabei. Beim Peach Weber war ich auch dabei. Peach Weber war lustig. Aber es war wahrscheinlich tough shit. Weil das Publikum anders ist? Ich habe das Gefühl, wenn Menschen den Peach Weber schauen, dann werden sie nichts anderes sehen als den Peach Weber. Ja, aber eine Freundin von mir ist letztens übrigens an einem Peach Weber Konzert. Habe ich schon Peach Weber Konzert gewesen. Und dann gesagt, sie sind fasziniert, wie viel in unserem Alter einfach dort sind. Es ist also alles dort. Ja, aber alles so mit Jahrgang 80 yeah. ist sie dort. Ja. Yeah. Ich glaube, meinst du, die Jungen sind auch wieder dort?
Das weiß ich gar nicht. Ganz jung, sind auch wieder dort. Ah, sind auch wieder dort? Sind auch Peach-Weber-Fan? Ja, ja. Das ist schon lässig. Ich bin auch mal an einem Peach-Weber-Konzert gesehen. Und neben mir ist, ich glaube, wirklich schon die Urgroßmutter. Also vom Alter her, ein 6-jähriger Bub und seine Groß- oder Urgroßmutter. Und das war wirklich höchstens 6 gesehen. Und der hat sich so verkugelt. Der hätte nicht mehr können. Der hat das alles so lustig. Ja gut, es sind natürlich es ist auch mega geil. Es sind ja mega lustige, einfach so banale Witze. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt wieder mal Peach Weber hören, ob es auch noch eine andere Ebene hat oder ob es wirklich nur die Ebene hat, die man halt einfach versteht. Gut, ich mag mich erinnern, wenn ich als Kind wirklich viele Witze gar nicht richtig verstanden habe, aber gleich irgendwie gelacht habe, weil so gewusst habe, ja, es ist irgendwie witzig, wie er es erzählt. Ja. Ja, das habe ich, hab ich mit dem Peach gehabt, habe ich mit Klibi und Karlin gehabt. Und habe ich aber auch mit Otto gehabt. Ja. Also, zum Beispiel bei Otto habe ich vieles nicht verstanden. Ja, habe ich auch. Habe ich auch dort, wo er die Lieder gemacht hat. So, es ist trotzdem Hexen und so. Super lustig. Ja. So, Otto ist, Also weißt du, zum Beispiel, ich habe ein neues, was ist gesehen, neues Parfüm Jennifer Arschen. Ich habe nicht mal gewusst, was es eigentlich sollte sein, oder? Oder neue Frisur, ach, sag, warte mal Haar dran. und ich habe nicht einmal gecheckt, dass das... Das sollte heißen, ja, du hast mal Haar gesehen und so. Weißt du, das habe ich alles nicht verstanden. Ja. Oder eben die Lieder, die er immer parodiert hat, die habe ich einfach gar nicht kennt. Genau, oder? Ich muss aufs Örtchen, aber ich habe nicht das Original kennt. Oder? Das stimmt. Also bist du ein bisschen so sozialisiert worden? Otto, Peach Weber, Klibi Caroline, wie ist es mit Emil Steiberger? Emil, Bauernregeln. Ja, lustigerweise, die war für mich nie so präsent gewesen. Für mich sind alle anderen Sketches von Emil wahnsinnig da gewesen. Mein Vater hat das immer auf und runter gelassen. Ja. Im Auto und wir sind einfach mit diesen Sketches aufgewachsen. Also vor allem mit Feuerabend hat es, glaube ich, geheißen. Mhm. Einfach, die haben einfach alles, und die haben dann alles parodiert. Ja. Wie auch beim L'Oreal, meine Geschwister. Das wollte ich jetzt gerade sagen. L'Oreal ist dann auch sehr früh dazugekommen. Ja. Das hat meine Mutter so unglaublich lustig gefunden. Genau, es gibt es auch nicht mehr. So wie L'Oreal Comedy gemacht hat, gibt es nicht mehr, oder? Nein, weil natürlich. Meiner Meinung nach, der Reiz von L'Oreal damals ist gesehen, dass es Alltagssituationen gesehen sind, die leicht überspitzt sind, oder? Mhm. Und für heute würde ich sagen, langt das wie nicht mehr. Also du hast das schon gesehen. Stimmt. Und oft, eben meine Mutter hat zum Beispiel oft gesagt, ah, das hätte jetzt können L'Oreal sein, oder? Das eben, es ist immer so knapp an der Grenze von, es ist noch möglich. Und es ist so leicht absurd, oder? Ja. Und heute geht es in alle Richtungen so viel weiter. Obwohl natürlich, also meine Spaghetti, die Nudel im Gesicht. Meine, das ist ja auch irgendwie zeitlos. Oder das Bild hängt schief. Oder Mutter, ein Klavier, wir schenken, herzlichen Dank, wir danken dir. Ja, aber weißt du, so. Das denke ich auch. Das sind alles so Sachen, die irgendwie einfach so gut gemacht sind, so auf den Punkt, so ein gutes Timing. Das funktioniert dann heute noch, aber ich glaube, wie du richtig sagst, aber das denke ich auch bei abdroschen ist halt. Dinner for One. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr nicht geschaut, aber ich meine, Dinner for One habe ich jetzt sicher schon 30 Mal. Das wird einfach ein schlechtes Jahr, wenn du nicht geschaut hast. Hast du gesehen, Joko und Klaas haben mal eine Version gemacht, wo der eine, der glaube wirklich betrunken ist. Irgendwie so. Ah ja, das kann man vorstellen. Ja. Kann man vorstellen. Aber eben, du lachst dort auch. Ja gut, nein, mal, es ist irgendwie... Es ist das Gleiche. Also nach einem Jahr hast du ja meistens den Sketch vergessen und dann... Ja, es hat einfach so großartig gespielt. Ja. Also das ist wirklich das verhebt immer, oder? Ja. Apropos großartig gespielt. Ja. Hechplatz. Ja, die Theaterstück. Ist Theater. Also nicht deins, aber... Nein, ja, ich spiele mit. Das heisst, vier werden Eltern. Und es ist also eine unterhaltsame Komödie, geht 1,5 Stunden. Mhm. Und dann ist man wieder raus. Und kann ganz viel mitnehmen. Ich finde das Thema noch spannend. Also ich finde, sie haben es eigentlich noch gut gemacht. Sie haben wie so eine Thematik genommen, die sehr omnipräsent ist. Also vor allem auch so ein bisschen es gibt ganz verschiedene Themen. Würfel, genau. Ja. Der Würfel ist das omnipräsente Thema. Und dann geht es darum, wie kommen wir auf den Würfel rauf. Genau. Und wie schiebt man die Würfel zusammen, dass es einen größeren Würfel gibt. Oder kleinere. Oder kleinere. Und wie würfelt man 6? Nein, es geht um Kinder bekommen. Yeah. Und es geht um nicht können Kinder bekommen. Und es geht um Regenbogenfamilie. Und es geht darum, wie könnte man dann das Bild von der Familie auch ein bisschen aufsprengen. Also ist es dann wirklich das konventionelle Bild Frau, Mann, Kind? Oder gibt es dann andere Möglichkeiten? Mhm. Was wäre deine Wunschvorstellung? Was wäre meine Wunschvorstellung? Hast du auch, also man hat doch so, du hast ja selber eigene, keine Kinder. Genau. Wenn jetzt du, rein hypothetisch,
dir deine Familie vorstellst, wäre sie denn so also komplett klassisch in den eigenen vier Wänden? Sehr traditionell, konventionell? Oder gäbe es vielleicht ein anderes Modell, das du dir könntest vorstellen? Wie zum Beispiel, hey, man hat irgendwie schon fast ein Generationenhaus oder man hat wirklich. Man lebt patchworkmäßig zusammen. Also ich habe zwei Antworten dazu. Die eine ist, ich selber bin aufgewachsen mit, warte jetzt, Eltern, die nie verheiratet gewesen sind, sich getrennt haben, bevor ich bewusst Erinnerungen an sie zusammen habe, also irgendwie, als ich zwei gewesen bin oder so. Ja. Und individuell, dann insgesamt, beide haben zusammen noch fünfmal geheiratet. Jeder für sich noch fünfmal? Nein, zusammen. Also, zusammen, drei, also beide zweieinhalb Mal. Genau, etwa drei, etwa zweimal. Und bestehend ist noch eine Ehe. Wo noch funktioniert. Genau. Und okay, dir ist ein Familienmodell vorgelebt worden und eine Ehe vorgelebt worden, wo irgendwie. Nein, es ist mehr irgendwann, vor vielleicht zwei Jahren oder so, mal mit meinem Vater darüber geredet. Und das habe ich zum Beispiel nicht mehr gewusst. Er hat gesagt, als ich dann eben Kind war, habe ich gesagt, ich wünschte mir, es könnten alle in einem grossen Haus leben. Mhm. So. Aber ich habe es eben eigentlich toll gefunden, dass ich so viele verschiedene Bezugspersonen hatte. Mhm. Und ist auch erst, ich sage jetzt sicher wieder etwas Falsches, aber meine Freundin hat das studiert. Ist auch und sie lost. In den letzten paar, sie lost immer und genau, sie gibt ihr das Feedback in den letzten paar hundert Jahren ist das moderne Familienbild von eigentlich nur zwei Bezugspersonen überhaupt so gesellschaftlich entstanden. Früher sind es Communities gewesen. Genau. Und lustigerweise sehe ich das bei meinem einen Götti-Bub, italienische Familie, mit sehr viel Anhang drumherum, einerseits sehr involvierte Eltern von beiden, aber auch Bruder, Cousin, Kollege, da und sind eh alle irgendwie noch ein bisschen miteinander verbandelt. Und ich sehe einfach die Kids, die wachsen mit jetzt schon 20 Bezugspersonen auf. Und zwar wirklich so vom Gefühl her, sind klar Mutter und Vater die Stärksten, aber alle anderen sind sehr knapp drunter, genau gleich stark. Oder? Ja, genau. Und da wird irgendwie das Baby umgereicht und es ist mal dort, mal da. Und genau. So. Und die zweite Antwort, die ich dir gebe, ist, ich lebe ja jetzt schon ein anderes Familienmodell nennt sich das. Familienmodell. Ja. Genau. Wie das lebst du denn jetzt? Ja, ich habe drei Götti-Kinder und meine Freundin hat zwei Kinder. Also bin ich umgeben von Kindern. Aber die Götti-Kinder wohnen ja nicht bei dir, oder? Nein, die wohnen nicht bei mir. Nein. Aber gut, gewisse sehe ich mehr und gewisse sehe ich weniger. Wie sind jetzt so magst die einen? Finde ich ganz schlimm. Ja. Zwei finde ich ganz doof. Nein, überhaupt nicht. Aber also, Covid hat schon nicht geholfen. Ja. Also haben sie einfach nicht mehr kennt nachher. Nein, aber du hast sie einfach nicht so oft gesehen. Also, ja, ich weiss, was du meinst, völlig. Das geht mir gleich. Mit meinem Gotti, meinte ich. Ja, aber jetzt in Bezug, meine Freundin hat zwei Kinder und die Kinder sehe ich auch oft. Ja. Eben, genau. Und das finde ich irgendwie etwas Schönes, oder? Also das ist ja das, genau wie du sagst, man hat verschiedene Bezugspersonen und sieht, das haben wir mit dem Michi Elsener auch noch lange diskutiert, der das Stück geschrieben hat, und dann so, hey, du kannst ja dann effektiv von vier Personen lernen, wenn es jetzt zum Beispiel vier Leute sind, oder wenn jetzt, und wir wissen alle, wie es ist, wenn man irgendwie aus dem Familienkosmos rauskommt und plötzlich sieht, wie der Kollege, der Remo, in meinem Fall, Spaghetti isst. Mit dem Messer. Oder, und ich habe gemeint damals, Spaghetti isst man einfach mit der Gabel und dem Löffel. Es gibt keine andere Möglichkeit zum Spaghetti essen. Und dann hat er das Zeug verschnitten. Und ich bin fast aus dem Häuschen gekommen. Und es kann nicht sein, der ist völlig falsch. Und er hat gefunden, es kann nicht sein, du bist völlig falsch. Das ist nur so ein blödes Beispiel. Aber ich meine nur, wir werden konditioniert und so. Und irgendwie so nicht mehr trainiert. Yeah. Und du wirst halt einfach, ich glaube, grundsätzlich toleranter, wenn du die Communities aufwachst. Und es ist, glaube ich, einfach einfacher. Auch. Also ja. Vielleicht tue ich das jetzt überromantisieren und ich kenne es ja selber nicht, ich habe kein Kind. Aber ich habe mir immer so das vorgestellt, die Vision von dem grossen Haus irgendwo in Stalliken, wo dann alle für ihre herzige Wohnung haben, aber man hat dann alle Kinder und Kegel im Garten und dann zusammen miteinander einen Werkraum und eine Sauna, wo die wachsen.
können am Sonntagnachmittag, am verregneten Sonntagnachmittag rein chillen. Und einfach immer jemand schaut auf die Kinder und die anderen können machen, was sie wollen. Also so, das habe ich mir, das ist so die Vision, die ich mir könnte vorstellen, wie auch ein Leben würde gehen, ein anderes Modell. Mhm. Als das Kleinbürgerliche, man hat einfach miteinander und macht Türen zu und dann ist man unter sich. Genau. Absolut. Und das ist etwas, was dir etwas gibt. Auch. Jetzt du, was selber erlebst. Ja, logisch. Ja. Logisch. Weil bei mir, das haben wir das letzte Mal auch kurz besprochen, wo bei geht's? Mir ist immer schon klar gewesen, dass ich, also immer schon klar gewesen, schon sehr lang klar gewesen, dass ich keine eigenen Kinder will. Haben wir das besprochen? Mhm. Shit, siehst du, jetzt habe ich dir das Leck. Und da hast du mir sicher erzählt, warum? Du hast mich gefragt, warum. Dann habe ich gesagt, es würde sehr, sehr lang gehen. Ah, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dich nochmal frage, warum denn? Es würde immer noch sehr, sehr lang gehen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger mittlerweile. Also gut, okay. Aber gibt ja Sachen, wo... Nein, aber also, weißt, auch damals spannende Gespräche gehabt. Irgendwann habe ich mal alle meine Gründe genannt. Und dann hat die Person gesagt, also dann könnte ich aber eigentlich ein Kind adoptieren. Und dann habe ich gesagt, fairer Punkt, habe ich so noch nie betrachtet, aber ja. Ja. Es gibt dann gleich noch zwei, drei Gründe, warum ich das dann nicht machen wollte. Mhm. Und nur weil ich nicht eigene Kinder haben wollte, heisst es nicht, dass ich Kinder nicht gern habe. Ja? Nein, überhaupt nicht. Sondern ich finde, also man kann auch von Kindern viel lernen. Und es lehrt einem auch wieder so ein bisschen, es bringt einem wieder zurück in die eigene Kindheit. Also, weißt, du kannst dann auf einmal wieder so eine Epoche von deinem Leben, wo du dich eigentlich nicht mehr damit beschäftigt hast. Mhm. Oder? Außer du musst irgendein Trauma verarbeiten. Aber dann ist es auch eher etwas Spezifisches. Mhm. Aber du merkst dann so in so kleinen Alltagssachen, merkst dann wieder so, du hast ja... Bei mir ist es mal so und so gesehen. Und da ist es jetzt ein bisschen anders oder da ist sogar genau das Gleiche. Oder was auch immer. Ja, der Blickwinkel von der Kinderaugen, das ist ja das. Und es relativiert da ganz vieles. Absolut. Und es gibt auch schöne Momente, wo du so das Gefühl hast, da kann ich jetzt vielleicht sogar helfen. Oder, weißt, irgendwie noch etwas mitgeben. Weil ich habe eben sehr viele verschiedene Bezugspersonen gehabt und denke dann, jetzt habe ich an Weihnachten zum Beispiel der eine Kollege von meinem Vater gesehen und neben ihm ist 16, 17-jähriger Sohn von einem anderen Kollegen gesessen und der hat dann, also der Kollege von meinem Vater, hat dann ihn so ein bisschen blockt, sage ich jetzt mal. Weißt du, irgendwie, weiß doch auch nicht mehr, hat mir irgendetwas auf den Kopf gesetzt und irgendwie so Zeugs, oder? Und dann bin ich so da gesessen und gesagt, du hast jetzt meine Rolle, die ich hatte vor 20 Jahren, weißt du so, oder? Und habe mega gerne an so einen Moment zurückgedacht, weil ich so gefunden habe, irgendwie braucht es auch so Leute, oder? Ja, braucht, genau. nicht nur die Menschen, die dir den ganzen Tag müssen sagen, was du zu tun hast und was du nicht darfst und da. Ja. Obwohl man das ja nicht sagt. Man sollte nicht sagen, was man nicht darf. Man sollte nur sagen, was man darf. Oder wie? Ja. Also beziehungsweise ja, bestätigen. Genau. Statt nicht Türen schlitzen, sagst du lieber, mach bitte die Türen leislich zu. Türen. Ja, positiv. Genau. Positive, aktive Sätze. Ja. Positive, aktive Sätze. So nenne ich mein nächstes Programm. Finde ich gut. Positive, aktive Sätze. Mit dem Schuh kommen wir zu mir. Das ist immer die Botschaft formulieren. Schau, ich gebe ja Medientraining und auch Auftrittstraining und dann ist es, wenn es um Botschaften geht, sind sie positiv sein und sie müssen aktiv sein. Voilà. Und einfach formuliert. Voilà. Aber eben, dass du dann auch noch Bezugspersonen hast, die nicht die Regeln gehen. Genau. Ja, es klingt jetzt sehr so einen Tafel Schoki übergeben und sagen, das ist okay. Das ist okay. Ja, aber für das bin ich zum Beispiel schon fast zu fest eingebunden, jetzt bei den Kids. Du bist jetzt am Erziehen. Bist jetzt du schon ein bisschen der... Also, so. Sie schauen dich jetzt an als Instanz. Nein, das natürlich nicht. Die Instanz aber ist im Haus. Ich bin der erweiterte Arm... Oh Gott! Von meiner Freundin. Der erweiterte Arm. Und was macht der erweiterte Arm? Kochen? Ja, klar. So, also du bist... Also klar. Nein, nicht logisch. Nicht oft. Nein, aber ich tue sicher nicht.
ich habe das Gefühl, sonst, wenn du jetzt zum Beispiel eine klassische ältere Dynamik schaust, dann weißt du, der Mutter kann ich eher das und beim Vater kann ich eher das. Und ich spiegel eigentlich, was die Mutter sagt. Sehr gut. Das also, ist ganz wichtig. Ich mache eine Einheit. Genau. Ich mache nicht andere ja, logisch. Regeln. Ja, das fände ich jetzt aber verstörend, wenn du das würdest machen. Nein, so, ich probiere ihr zu helfen. Ja, so. Genau. Aber ja, ja. Aber schön, und sie mögen dich? Meistens. Findet sich lustig? Meistens. Machst du aber ein Tryout bei ihnen zuerst? Nein, es ist noch lustig, weil du merkst dann, dass gewisse Jokes wirklich so etwas von wegfliegen und sie überhaupt nicht bringen. Ja, und danach hat es, was ist jetzt gerade vor ein paar Tagen, irgendwie gesehen, ein Songtext, weißt irgendwie auf Spotify siehst du den Songtext, oder? Das ist irgendwie so ein schreckliches Lied, vor allem, wo so zu so einem Elektrobeat irgendwie rappt. Und dann habe ich das müssen mitrappen. Bene, also für sie? Ja, für ihn, für den Kleinen. Und der hat das unglaublich lustig gefunden. Das glaube ich. Also, und dort habe ich nicht mal mega performt, sondern ich habe so ein bisschen am der Creep so, oder? Das hat riesig gefunden. Und dann findest du dankbar. Ja, aber dann findest du bei anderen Sachen, hey, schau mal. Und es ist. Das ist vergiss es. Das ja. Ist so. Ja, aber zurück zu dem Stück. Ja, zurück zu dem Stück. Ich bin ja positiv überrascht gesehen, als ich gecheckt habe, dass du mitspielst. Weil ich habe bis vor ein paar Wochen habe ich nichts gewusst von dem Stück. Echt? Ja. Und dann bin ich per Zufall. Also nicht per Zufall, aber dann sind der Elsie und ich sind gerade zu Nacht essen und wir haben uns schon länger nicht gesehen. Und es ist so ein bisschen leer, was läuft bei dir? Baba. Und er sagt, ich habe jetzt ein Theaterstück geschrieben. Das ist das zweite, hat er geschrieben. Und ich so, okay, ja, und um was geht's? So, und hat mir die ganze Geschichte erzählt. Und eben mit dem Ricklin zusammen. Und. Aber wir haben nie über den Cast geredet. Und ich irgendwie so, ja, und Regie machst du? Weißt du, ich habe mir so Zeugs gefragt. Und also, nein, für das haben wir jemanden. Und dann. Ist mehr, habe ich gefunden, wo ist das überhaupt da im Hechtplatz? Da bin ich auf der Hechtplatzseite und dann sehe ich dich dort im Bett liegen. Genau. Oder? Schau mal an. So sieht es aus. Ja. Und schön. Ja, es ist viel aussagen. Ich finde die Blick recht gut. Ja, und momentan, ich bin schon gefragt worden, was mir dort in den Kopf ist. Nicht viel, kann ich an dieser Stelle verraten. Wir haben uns, sind es eure eigenen Füße? Es sind unsere eigenen Füße tatsächlich. Also, wieso ist die rechte Fuß so viel grusiger als die linke? Das ist, weil ich glaube, vor Finch. Warte, das also, von uns aus gesehen rechts. Von dir aus gesehen. Was heisst grusiger? Ich habe extra die noch rasch abputzt. So, ich das ja, aber sie müssen mir ja ein bisschen Boden müssen sie ja zeigen. Also weißt, ganz sauber dürfen sie ja nicht sein. Ja, eben, sie sehen ja nicht ganz sauber aus. Wir haben uns lustigerweise erst gerade, also der Florian Putsch, der ganz links aus, den habe ich an dem Tag kennengelernt. Also wir haben gesagt, hoi, wer bist du? Ja, ich bin Dominika, ich bin Florian. Okay, gut, zack, bumm ins Bett. Ja. Yeah. Und dann ist die Foto geklipst worden. Das sind... Von ein paar Leuten sind das die meisten Bekanntschaften. Ja. Genau, so läuft es nämlich. Habe ich jetzt auch gemerkt, vor allem so in dem Showbiz. Gehen wir einfach zuerst mal Kisten miteinander und jetzt... Und dann macht man ein Theaterstück. Und dann machen wir ein Theaterstück. Oh Gott. Nein, so ist es natürlich nicht. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Zeiten sind definitiv vorbei, zum Glück. Nein, wir sind dann... jetzt haben wir irgendwie vor Weihnachten angefangen proben, einen Monat. Ja, und es ist so schön, wie man so kann bei etwas fokussiert dranbleiben. Du hast einfach so 70 Seiten langen Text und du kannst das eben bearbeiten und hast am Anfang sehr viel Zeit, um den Text anzuschauen und so. Und der Michi und der Roman haben das sehr also schön geschrieben. Das sind wirklich auch gute Jokes drinnen und dann musst du aber das zuerst mal ausstellen und dann hat es verschiedene Ebenen und was erzählst. Und eben, weil es halt auch ein Thema ist, wo glaube ich, schon noch etwas macht. Also wir haben jetzt bei der letzten Probe, wo wir einen Durchlauf gemacht haben, hat eine drin gesessen und gesagt, sie hat jetzt irgendwie, sie hat gar nicht so viel gelacht, aber sie hat es so können mitnehmen, weil es so Themen sind, die sie auch beschäftigen. Mhm. Also ich meine, dass sie nicht Kinder können haben, ist natürlich ein riesen Tabuthema. Mhm. Und sie haben aber, die beiden Autoren, es irgendwie geschafft, das eben sehr auf eine leichte Art und Weise und auf eine schöne Art und Weise zu erzählen. Ja. Ja. Und
Und das Leben sieht jetzt ein bisschen anders aus für mich, weil ich jetzt einfach merke, jetzt, also jetzt bis nächste Woche haben wir die Probe und dann bin ich einfach nachher, dann lebe ich ja so wie du. Geht erst am Morgen, am Abend um 8 Uhr los. Und zwar vom Mittwoch bis Sonntag. Nein, ich weiss, dass du nicht anders lebst natürlich. Aber ich, dass ich jetzt, dass ich vom Mittwoch bis Sonntag keinen Abend habe, wo ich frei habe für mich, das finde ich noch, das nimmt mich Wunder, wie das wird. Aber du hast ganze Tag. Natürlich. Absolut. Aber du weißt ja, wenn man sich so eingerichtet hat, bist du mit dem Sozialen vor allem am Abend unterwegs. Ja, ja. Das kenne ich gar nicht mehr so. Das also es hat sich jetzt wieder ein bisschen mehr können einbauen lassen, dass man, ich sage jetzt so, jetzt mittlerweile passt sich der Tourplan deine eher genau der private Fixpunkt an. Ja. Also umgekehrt. Ja, das ist natürlich früher anders gewesen. Weil das ist früher komplett anders gewesen. Genau. Ja. Und kannst du, ja, logischerweise, nicht, kannst du dir vorstellen, wie viele Hochzeiten, Geburtstage sonstige Events, genau, der effektiv nicht stattfindet. Es gibt es natürlich immer noch, weil es gibt immer noch so Momente, wo es dann halt heisst, in 3 Monate ist unsere Hochzeit. Und das heißt, in 3 Monaten weiß ich oft schon, den und den habe ich das und das. Oder? Mhm. Und jetzt aber durch Corona so ist das ein bisschen weniger weitsichtig geplant worden als auch schon. Und man hat ein bisschen mehr Flexibilität in dem Ganzen. Mhm. Aber ja, das ist der oben fällt weg. Aber das Schöne ist, dass, vor allem wenn man Theater spielt, dass völlig andere tolle Gemeinschaft entsteht. Ja, oder? Ja, mega. Mit den so Leuten eine, dort. Ja. Und, so ein kleiner Kosmos. Absolut. Und das ist schon noch wertvoll. Das habe ich jetzt eben auch schön gefunden in der Probephase, wo man irgendwie wirklich, das habe ich lange nicht mehr erlebt, wo man so miteinander eben etwas Erarbeitendes entsteht und du siehst immer die gleichen Leute jeden Morgen und du bist irgendwie so miteinander zum Mittagessen und diskutierst über den. Also das habe ich schon lange nicht mehr so geschafft. Natürlich habe ich beim Radio mein Team gehabt, aber ich bin ja dann, durch das ich Morgensendung gemacht habe, vielfach auch am Mittag dann wieder weiter. Und jetzt so miteinander etwas können zu machen, das ist schon schön. Ja, das ist natürlich etwas anderes, wenn du jetzt allein unterwegs bist. Oder öbig. Ja, aber dort, ja, dein Team hast. Eben, dort schaut man schon auch, dass das irgendwie noch, also ich meine, wenn ich solo habe ich einen Support dabei. Ja. Und dort denke ich auch manchmal, der Support ist einerseits für die Show, von mir aus gesehen jetzt, für die Show gar nicht so wichtig, wie eben, dass einfach jemand dabei ist. Es kommt gar nicht davon, wer. Nein. Es kommt natürlich schon davon, wer. Oder? Aber wo ich den Cenk fix als Support dabei hatte, habe ich dann schon gemerkt, es kriegt eine völlig andere Ebene, wenn du mit jemandem das Erlebnis wirklich teilst. Und zwar volle Kanne. Und zwar nicht nur, es war auch etwas anderes gewesen, wo ich noch ein Management hatte und jemand von ihnen mitgekommen ist. Ist immer noch das Gleiche, wie wenn jemand auch an dem oben auf dieser Bühne vor den gleichen Leuten gestanden ist. Ja, oder? Dass man halt an einem gewissen Ort hat können sagen, wow, wie geil, oder manchmal auch, what the fuck? Weißt und einfach, dass du das kannst spiegeln, oder? Dass du dort nicht so allein bist. Oder? Weil jetzt gerade jemand aus Deutschland, wo ich kürzlich gesehen habe, wo wirklich mir gesagt hat, hey, bist du auch so einsam? Wirklich? Ja, ich so, eigentlich nicht. Schön. Und erster Vorteil, klar, in der Schweiz, man kommt immer heim und also eben, wenn man sich dort eine Struktur aufgebaut hat, dann geht das auch gut. Und das andere ist, habe ich dann dieser Person gesagt, hol dir Support. Und zwar wirklich, eben, du hast dann jemanden dabei, wo du das alles kannst teilen. Weil wer auch immer daheim ist und solche Sachen, denen kannst du das alles erzählen, aber es ist nicht das Gleiche. Und wenn du dann überhaupt heim kannst, eben in Deutschland. Genau, das meine ich eben, wo du heim hast, du läutest dann an oder so. Also es ist, du bist dann völlig disconnected durch das. Und Deutschland ist ein Riesenland und du bist immer unterwegs. Und das stelle ich mir dann schon einmal eine Stufe intensiver und härter vor. Ja, so. Und das ist noch faszinierend, oder? Das haben wir irgendwie
schon lange nicht mehr so überlegt, aber es macht natürlich schon, ja genau, wenn du das wirklich alles allein durchziehst, macht das sehr schnell einsam. Ja, und ironischerweise mit dieser Person vor 5 Jahren mal geredet und ich habe dort gerade zum Beispiel mit Management und irgendwie noch Videobegleitung und so, weißt du, immer so ein bisschen eine Crew dabei gehabt, was zum Teil auch fast schon belächelt worden ist, so, schau mal den anderen an. Und ich habe das aber mega geil gefunden, also das Gefühl von Community und irgendwie, man macht etwas zusammen und erlebt Sachen zusammen. Mhm. Und die Person dann dort, also, immer allein. Und so, ich finde das super, weißt, ich will gar nicht zu fest mit Leuten reden und la und la. Und dann, klar, kommt dann Corona dazwischen und so, aber grundsätzlich, 5 Jahre später, fragt die Person mich dann, ob du auch das Gefühl hast. Ja, bist du ja so einsam. Ja. So. Ja. Zum Glück nicht. Ja. Also, weißt du, und das ist eben bei Theater, also grundsätzlich bei Schauspiel und alle die projektbezogenen Sachen, finde ich sehr spannend, wie du für eine kurze Zeit wahnsinnig intensiv wirklich die Leben teilst. Und bis auf wenige Ausnahmen, wie es aber eigentlich immer so ist im Leben, dann auch alle wieder ihren eigenen Weg gehen nachher. Also weißt du, dass du das gar nicht kannst, du kannst das gar nicht weiterführen. Du kannst nicht konservieren, das ist dann wie vorbei, genau. Und man sieht sich, sagen noch viele, man sieht sich nachher gar nicht mehr wirklich. Außer man schafft dann wieder auf ein Projekt zusammen. Ja. Und das macht, ja, und das macht, die Zeit ist wahrscheinlich nicht einsam, aber ich meine, ich kenne natürlich schon sehr viele in der Künstlerbranche, also auch gerade wenn es um Regie geht zum Beispiel, wo dann vom einen zum anderen gehen und auch immer allein unterwegs sind. Und teilweise machen die Berufe natürlich schon sehr, wahrscheinlich einsamer als andere 9-to-5-Jobs, logischerweise. Ja. Ja, aber irgendwie, das hat ja, man nimmt sich immer selber mit. Also im Sinn von... ja, das muss man natürlich auch handeln können. Genau. Sich selber. Genau. Und manchmal kann man sich auf den Sack gehen. Nein, und ich finde ja noch interessant, dass ich jetzt gerade letzte wieder so einen Sonntag hatte, wo ich so allein daheim war und so gemerkt habe, was ist das jetzt? Fühle ich mich jetzt einfach allein? Mhm. Oder fühle ich mich wirklich eins? Aber ich kenne das schon auch bei mir. Mhm. Und ich kann mich auch teilweise in Gruppen einsam fühlen. Es gibt teilweise so Situationen, wo ich mich irgendwie außen mir sehe und irgendwie das irgendwie so völlig... Und dann aber nicht ganz bei mir bin und das dann irgendwie Schab finde und dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Schlaf brauche oder eine kalte Dusche oder mache Sport und dann ist dann wieder besser. Aber es gibt, ich finde das teilweise ist ein interessanter, oder darum meine ich, man nimmt sich selber mit, was du kannst ja dann irgendwie in einer Verfassung sein, wo du alles hättest und trotzdem kannst du dich irgendwie Das hilft ja eben zum Beispiel, ich sage jetzt Repetition, oder? Ich meine, warum sagen die Leute, dass jetzt dann nach einer Pandemie die Menschen wieder zumindest einen Teil ins Büro sollten und so? Weil dort hast du die Repetition vom Austausch und du siehst die Leute auch und durch das kriegt das Ganze auch eine Dynamik. Mhm. Und eben das Gleiche ist zum Beispiel Theaterspielen, man sieht 4-5 Mal in der Woche sieht man die Leute wieder und es kann etwas entstehen. Und ich kenne das Gefühl auch manchmal, wenn es dann eben irgendwann mal, jetzt ist mal ein Samstag oben Zeit und dann ist eben irgendeine Party nehmen oder so, bei jemandem daheim und irgendwie sind auch noch Leute, die du irgendwie zum Teil nicht so kennst oder so, dann spüre ich zum Teil auch mega die Einsamkeit ist zu viel, aber so eine klare Disconnection. Ja, genau, das ist noch schön gesagt. Ja, wo du auch nicht magst, irgendwie richtig reintauchen. Genau. Aber die Distanz, die baust du selber irgendwie auf. Richtig, und du bist eigentlich schon zu fern, weil oft die Menschen, die sich dort sehen, sich eben auch öfters sehen und durch das eben schon so eine Grunddynamik haben und du fühlst durch das dann so ein bisschen disconnected, oder? Und ich weiss noch, wo wir in Amsterdam das Best Friends gedreht haben, die Kinderserie, weißt du, so 6 Wochen am Stück, oder? Da sind am Schluss sind wir so die eine, die ich sage jetzt Crew von Menschen, die zusammen rumgehängt sind, die sind mir so komplett balla gesehen. Also weißt du, sind so aufeinander eingetuned gesehen, dass wir einfach nur noch verreckt sind vor Lachen, aber irgendwie, jetzt hat er das wieder gemacht. Und irgendwie das sind nur noch so Running Gags. Genau, natürlich. Und wir sind so eine starke Gruppe gesehen, wir 5 sind wir gesehen. Und dann ist zum Beispiel eine Nebendarstellerin ist eingeflogen für irgendwie 3 Tage und wir haben gesagt, ja, sitz zu uns, wir essen zusammen zur Nacht und so, oder? Und du hast gemerkt, ich will so da gesessen, so, die kommt gar nicht rein. What the fuck, oder? Nein, die ist nicht rein, sie hätte gar nicht können. Übrigens, Friends, Tom Selleck,
wo lange starke Rolle, also lange wichtige Nebenrolle gespielt hat. Wer hat er gespielt? Der Richard. Der Tom Selleck. Hey, ja, geilste ja, Schnauze. Ja, der Schnauze, genau. Der hat gesagt, er ist komplett disconnected gesehen. Ah, interessant. Weil das ist so eine starke Gruppe gesehen. Und selbst wenn du eben fixer Nebendarsteller bist, der immer wieder mal kommt, ist wahnsinnig schwierig. Ja, oder der Paul Rudd hat das Gleiche gesagt und so weiter. Oder? Und ich glaube, eben das gleiche Gefühl kann es auch geben in sozialem Umfeld. Wenn, ja, klar, die vier Dudes, die immer am Montag zusammen ein Bier gehen trinken und keine Ahnung, vier Monate später komme ich auch mal am Montag, da müssen es dann sehr alte Freunde sein von mir, wo man das klassische, man macht gerade dort weiter, über das haben wir mal privat geredet. Man macht gerade dort weiter, wo man das letzte Mal aufgehört hat und man hat eben so eine starke Connection, wo keine Zeit und keine Phase vom Leben irgendwie kann. Wir haben beide gesagt, das ist eine Qualität von der Freundschaft. Genau. Es geht nicht um Quantität, sondern es geht um die Qualität, dass man das kann. Und ich finde aber jetzt das Beispiel mit diesen vier Freunden, einem Bier am Montagabend, wenn du natürlich Leute drin hast, die sehr empathisch sind im Sinne von dich mit reinholen wollen, dann kannst du dich aber auch sehr connected fühlen, sehr schnell. Es geht ja dann auch um die Gruppen immer. Also ich finde, ich habe das manchmal sehr ausgeprägt und teilweise fast ein bisschen hinderlich. Ich finde, ich denke dann viel zu viel, also das ist tatsächlich ein Prozess, den ich gerade durchmache. Mhm. Danke vielmals, dass du mich wieder zu deiner Therapie einlatscht. Mir wird immer Sachen bewusst im Gespräch mit dir. Nein, aber dass ich irgendwie zu viel dann für die anderen denke. Und also weißt du, dass mir das wahnsinnig wichtig ist, wie du dich fühlst, dass du dich gut fühlst. Dass es dir angenehm ist, ist mir wahnsinnig wichtig. Und dann habe ich das Gefühl, dann ging es mir auch gut. Ja. Und wenn du so Leute in der Gruppe hast, dann fühlst du dich natürlich relativ schnell mit einbezogen. So. Ich weiss einfach noch, mein Vater ist eben auch so, das habe ich auch von ihm. Und ich weiss, ich habe mal eine Freundin gehabt und ich war zum Nacht eingeladen gewesen, bei denen ihrer Family. Mhm. Und die haben nur Internas geredet. Mhm. Ich bin komplett aus. Ich bin vorgekommen wie das 5. Radenwagen, das bin ich auch gewesen dort. Yeah. Und das war für mich ein absolut schwieriger Abend gewesen. Du kommst nicht, also du kannst, was willst du denn? Du kommst gar nicht rein. Ja. Oder, also, eben, darum meine ich, es steht und fällt natürlich dann in diesen Situationen auch mit den Leuten, mit der Umgebung. Natürlich. Ist jetzt nicht Rocket Science, ich weiss. Nein, aber es gibt ja wirklich eine Gruppendynamik, weißt du, ich gebe dann dort zum Teil auch zu schnell auf, merke ich, dass wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, aber es ist, sag mal, es ist ein zusammengewürfeltes Znacht, oder? Mhm. Und dann hast du immer an so einer Znacht, gehen wir jetzt vor, sechs Leute aus, ja? Bei sechs Leuten hast du jemanden mindestens, vielleicht sogar zwei. Bei acht Leuten hast du sicher zwei, die unglaublich viel Raum und Platz brauchen. Ja. Gehörst du denn dazu, Amix? Eben null. Null, genau. Sprich, ja, ich brauche ein bisschen, aber ich schaffe mir nicht. Ja. Weil ich habe ja mein Outlet, oder? Ja. Ja. Aber das heisst eben, dass ich dann eigentlich privat wie ein Kompromiss eingehe. Und eben darum sage ich, dort gebe ich dann schnell auf. Und wenn dann jemand loslegt, Dann check ich aus. Ich auch? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann bin ich weg. Sag, okay. In dem Fall ist das die oben. Also, weißt du, so blöd gesagt? Das ist blöd gesagt, weil du machst dir selber auch keinen Gefallen. Richtig. Du nimmst dich quasi raus und hast gar keine Freude mehr am Spiel. Genau. Du spielst gar nicht mehr mit. Richtig. Ja, das ist. Ja. Das ist dann irgendwie doof. Kommst du nächste Woche wieder? Machen wir da weiter. Ich komme nächste Woche wieder. Ja, danke vielmals. Wie viel kostet das? Ich kann dir ein bisschen Geld geben. Also, es ist ja für dich. Ja. Ist für dich. Ja. Wenn wir sagen, ich gebe dir 50, du gibst mir 250. Ich gebe dir 15 nötig, wenn du mir 50 gibst. Nein, aber es sind immer so Sachen. Es ist sehr spannend. Mit dir geht es immer on-mic oder off-mic. Geht es immer in die Richtung. Ja, aber ich finde das eben wahnsinnig wertvoll. Ja. Ja, ich auch. Das schätze ich eben auch. Ich finde alles andere. Ich mag auch nicht. Also, nur, bis du öfters zurückschreiben könntest. Das stimmt, das ist ein Problem von mir. Ja. Ich fühle mich auch unter Druck, wenn du das sagst. Ja, ich habe gedacht, wahrscheinlich tun jetzt genau das Gegenteil bewirken. Dass es nur noch. nur noch mehr in die Eierschale geht. Bist du schnell zurückschreiben. Aber wenn findest du denn nicht. Also, vielleicht müssen wir das den Leuten erzählen. Was heisst es ein bisschen? Also ich meine, findest du es denn wirklich spät, wenn ich 5 Minuten später zurückschreibe in dem Fall? Nein, ich finde es
fünf Minuten. Nein, ich bin ja selber auch schlecht in dem. Und darum ist ja klar das Projizieren, dass man dann unglaublich gern anderen Leuten das gerade vorwirft, oder? Genau. Und jetzt, wenn ich dir heute habe ich dir geschrieben, du hast mir ja geschrieben, irgendwann mal, ich glaube vorgestern hast du mir geschrieben, wir sehen uns ja. Wen habe ich geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Du hast mir auf einen Roast geschrieben. Der ist irgendwie am 26. Stimmt, ich habe dir auf den Roast geschrieben, gratuliert. Dann hast du geschrieben, und der Roast ist am 26. Das heisst, du hast vielleicht zwei Tage später auf den Roast geschrieben. Ja. Und dann habe ich geschrieben, danke vielmals, gerne, wir sehen uns am, was auch immer heute ist, 10. 10. 10. Januar. Ja. Und am 10. Januar hast du geschrieben, ja, genau. Ja. Habe aber gleichzeitig noch mit dem Partner, dem Luca, korrespondiert. Ja. Nein, aber ist klar. Ja, ich habe dort das Thema. Ich sehe das. Und das ist völlig gut. Ich nehme das Feedback sehr gerne an. Ich habe ja mein Lebensmotto ist, also beziehungsweise mein Jahr, ich mache mir immer Anfangsjahr oder Ende vom vergangenen Jahr machen wir so eine Intention. Es ist sehr spiri, aber es ist irgendwie, ich habe das ein paar Jahre, ich habe es von einer Kollegin übernommen, von einer Freundin, die das irgendwie macht, und ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen, finde es noch gut. Meine Intention von dem Jahr ist jetzt Leichtigkeit. Also du machst einfach esoterische Vorsätze. Nein, es sind keine esoterischen Vorsätze. Es geht darum, dass du dir irgendwie... Ganz ein neues Konzept, dass man ein Jahr nimmt als Anhaltspunkt, um sich selber optimieren. Der Begriff esoterisch ist geframed. Nein, es geht wieder darum, sich zu überlegen, was willst du jetzt irgendwie loswerden? Und ich bin teilweise sehr verkopft und so. Und ich bin auch beim Zurück, also beim Nachrichten... das macht jetzt zwar gar keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie auf die Leichtigkeit komme, aber ich merke dort auch, ich kann das jetzt quasi mitnehmen, ich kann jetzt das für das Jahr, ich danke dir ganz herzlich für das Feedback, ich nehme jetzt das auch mit in das esoterische, in den esoterischen Vorsatz, dass ich den Leuten zeitnäher kann zurückschreiben. Mhm. Ja, weil dann kann man sich auch öfters sehen. Genau, stimmt. Also stimmt. Es hat ja positive Nebeneffekte, oder? Das stimmt. Was hast du dir vorgenommen? Ich habe mir ja nichts vorgenommen, aber das, was wir jetzt am Schluss beredet haben, ich möchte privat mehr wieder zu einem losgelösteren Ich kommen. Ja, dass du dich nicht... dass du nicht aufgibst, beziehungsweise... Zum Beispiel das, ja, aber ich habe auch in den letzten Jahren habe ich eine sehr, sehr klare... Persönlichkeit entwickelt, wo funktioniert, sage ich jetzt mal. Ja. Wo ich aber zum Teil merke, also eben, wo funktioniert im gesellschaftlichen Umgang. Aber sie ist auch eine Rolle. Es ist nicht einmal eine Rolle, sondern es ist einfach die bequeme Version. Ja. Ich habe es noch nicht laut rausgeredet und noch nicht fertig gedacht, aber es geht mir eigentlich mehr darum, eigentlich lockerer. Das geht wirklich. Ja, dann sind wir aber ähnlich. Das ist noch interessant. Ja. Darum meine ich Rolle im Sinn von, dass das ja natürlich authentisch ist und dass das du bist. Und trotzdem, genau wie du sagst, es ist bequem, die Person zu sein und manchmal hat es ja damit zu tun, dass man wie so... Also ich merke teilweise, wenn ich dann aufgesetzt bin plötzlich oder irgendwie einfach so etwas abspielen, wo ich einfach kann, wo ich weiß, ich kann irgendwie charmant sein, ich kann ein paar Fragen stellen, weißt du, dass irgendwie das funktioniert. Ja, hat es denn für dich funktioniert? Ja. Das ist es. Oder? Genau. Sehr gut kann ich eine oben durchnavigieren, richtig. Dass ich dann sage, okay, ja, kannst du ein Höckchen hinter dran setzen, das ist jetzt alles in Ordnung gesehen. Ja. Und dann kommt eben zur Druckfrage, aber wie ist es jetzt eigentlich für dich gesehen? Ja. So, oder? Und an gewissen Ebenen bin ich auch sehr gerne in dieser Beobachterrolle oder so. Ja, das ist eben mega schön. Aber eben so zum Beispiel auschecken will ich nicht. Genau. Auf das habe ich keinen Bock. Da kannst du eigentlich gar nicht gehen. Eben, da kannst genau. Heim. Ja. If you plan on leaving, don't come at all. Und das habe ich aber auch, das nehme ich also auch mit. Jetzt gerade, ich bin mir wieder Erkenntnis. Es ist schon so, ich merke auch, wenn ich teilweise irgendwie so Übungen für mich dann früher abschliessen, als sie eigentlich abgeschlossen sind. Ja. Ja. Jetzt könnte es dann mal fertig sein. Genau. Aber wieso denn? Was ist denn das? Also ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach wirklich...
miserabel geworden? Oder sind wir... Oder hat, also das jetzt schon, ich komme es mit dem Alter. Ich glaube schon, dass natürlich Aufmerksamkeitsspanne und so Sachen. Dort merke ich auch, ich bin auch schon organisierter gewesen als auch schon. Und für was auch immer in meinem Kopf genau ist, brauche ich ein bisschen mehr Organisation, damit ich nicht irgendwie 37 Tasks gleichzeitig nicht mache. Weißt? Und das aber immer im Kopf hast, weil du weißt, dass das irgendein ist. Genau. Ja. Und. Mir ist einfach eingefallen, wir haben mal Dings, wie hat das geheißen? Mini-Bites, Dini-Bites, ja, Promi-Spezial. Genau. Ja. Und ich weiß noch, wenn ich meinem Kollegen dann erzählt habe, der Iss ist ja wirklich fucking 5-mal hintereinander, Iss ist zur Nacht. Mit tollen Menschen, ja. Das wird aufgenommen in einer Woche. Wir haben ziemlich, ich glaube, ein Tag ist in einer anderen Woche gesehen, aber wir haben sicher 4 Rüben hintereinander. Und ich weiß noch, und das ist ja eigentlich eben, dort solltest du eigentlich navigieren können. Du weißt, es sind Kameras gerichtet und es wird alles aufgenommen. Und ich weiß, wenn ich einmal komplett ausgecheckt habe. Und ich wirklich, wie ich meinem Kollegen erzählt habe, ich gesagt, hey, dort komplett ADS-Kick-In. Ich bin nicht mehr Teil von irgendetwas gesehen dort. Und dann hat er so gefunden, was hast du denn irgendwie aufs Tischtuch malen oder so. Aber es ist wirklich so, habe ich mich gefühlt, dass ich dann irgendwann so wie zurückgekommen bin und dachte, fuck, Alter, du bist gerade in einer Fernsehsendung. Weißt? Und du hast gerade. Aber wenn man es kann. Ja, aber. Ich meine, du hast einfach gedacht, kurze Meditation gemacht für dich. Genau, aber ich habe gedacht, wie das dann aussieht, wenn irgendwie so ein paar Leute so angeregt miteinander reden und auf einer so. Ja, ich habe das Bild. Ja, genau. Das Bild habe ich auch vor meinem geistigen Auge. Aber auch bei Freunden von mir. Aber, das machen noch viele übrigens. Das ist so. Aber was ich positiv finde, in diesem Gespräch jetzt habe ich es nur etwa 7-mal gemacht. Und damit wäre das Gespräch beendet. Ciao zusammen. Hey, vielen herzlichen Dank fürs Durchs. Du hast den letzten Lacher wählen, du hast und du kannst ihn haben. Ja, und siehst, wie wahnsinnig mich das jetzt freut. Ja, das ist schön. Und wie wahnsinnig mich freut, dass du Freude hast. Weil ich das gibt mir etwas. Weil ich habe schon ganz am Anfang von dem Pod habe ich gemerkt, eben, du bist so einer. Bei dir fühle ich mich viel mehr wie mich selber. Tatsächlich? Ja. Das ist aber ein schönes Kompliment, das ich mit. Und dass ich dann eben auch mal so etwas kann sagen. Und das ist jetzt nichts Schlimmes, wie ich gesagt habe. Das ist offensichtlich ein Witz, weißt du? In so vielen Situationen traue ich mir dann nicht mehr, das zu sagen. Ja, weil ich dann eben so finde, jetzt machst du auf der Bühne und bla und bla. Also das ist mittlerweile so tief irgendwann dort hinten, dass das mega oft zu denken, hey, aber du könntest ja eigentlich auch dein natürliche Wesen, wo gern auch mal etwas sagt, dass hoffentlich die Leute lachen. Könntest du auch ein Arsch sein im Privaten. Vielleicht ist das, ich muss mehr Arsch werden. Ja. Hey, okay. 4 werden Eltern, heisst es. Richtig. Und hat Premiere? 20. Januar. Jawohl. Und Hechtplatz Zürich. Schönes kleines Theater. Grossartig. Wir sind zusammen schon dort auf der Bühne gestanden. Das haben wir gar nicht erwähnt. Das haben wir das letzte Mal durchgeschwätzt. Ja, stimmt. Okay. Und ich komme auf jeden Fall schauen. Ja, das freut mich sehr. Und dann sind wir dann, wer es im Februar nicht schafft, also wir sind ja noch im Februar dort, und dann sind wir dann noch im Bach Bülach, also im Kammerspiel Seeb. Das ist hinter dem Flughafen Zürich. Ja. Also jetzt nicht gerade auf dem Rollfeld, aber... Am Gate. Ja. Gate 17. Nein, Kammerspiel Seeb ist ein ganz herzliches kleines Theater, wo es schon lange geht, und dort führen wir dann noch lange auf, übrigens, noch bis im Mai. Super. Ich wünsche dir ganz viele schöne Momente. Danke vielmals. Und viel Spass. Dankeschön. Und viel Erfolg natürlich. Genau. Und ich schätze die Gespräche immer sehr, ob jetzt mit oder ohne mich. Ja. Darum bald wieder. Und ich finde es schön, wenn ihr bis jetzt dran geblieben sind. Ja, mit definitiv. Mit einer grossen Aufmerksamkeitsspanne in dem Fall. Absolut. Jetzt hast du den letzten Lachen gehabt. Ah! Aber, okay. Hey, wie gesagt, ich kann es auch manchmal schon noch. Jetzt ist ein Luca. Ja, scheiße. Danke, Christoph. Und alle. Ja, zusammen. Christoph, danke schön. Ein schönes Studio. Danke. Peace. We'll be right back.